Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem letzten GABA-Event im November des Jahres. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Andreas Neumann. Danke für die Introduction, Reinhard. Ich bin der Chairman der German American Business Association und darf Sie nochmal ganz herzlich begrüßen. Heute zu unserem vierten Teil unserer Webinar-Folge im Monat November. Wir haben sozusagen die Wahl mitbegleitet am 3. November und sind dann jetzt 4 Wochen später auch mit einem Ergebnis konfrontiert worden. Also wir haben den Monat November zum GABA-Monat gemacht und wir enden heute für diesen Monat. Darf ich vielleicht schon mal vorweg sagen, wir werden unser Format wiederholen, beibehalten, wiederholen. Im Februar dürfen Sie wieder online mit uns rechnen und im Mai voraussichtlich. Und wir beschließen heute unsere erste Webinar-Serie mit den Themen des US-Prozessrechts, mit Products Liability, natürlich eines der herausragend wichtigen Themen für den US-Markt. Christoph van Gool hat sich gerade wieder verabschiedet, aber Christoph van Gool ist heute mit dabei zum Thema Versicherungen. Und hi Christoph. Und Besonderheiten, da gibt es einige, die man wissen muss zum US-Markt. Und dann haben wir noch den Herrn Otterski, der uns zum Thema Markteintritt was zu berichten hat. In der Reihenfolge ist es so, dass wir mit Reinhard von Hennigs und dem Prozessrecht starten. Reinhard, ich sehe dich nicht, aber du hättest jetzt schon die Gelegenheit, dich der Einfachheit halber selber vorzustellen und dann auch mit deiner Präsentation zu starten. Gib mir noch ein Zeichen, wenn du soweit bist. Ansonsten kann ich weiter berichten, das nochmal vertiefen. Das war jetzt für diejenigen, die uns schon kennen und länger kennen, das war die erste Folge von Webinars, die wir Covid-19 bedingt gemacht haben, die im Grunde unsere Präsenzveranstaltungen Market Entry und Risk Management ersetzen mussten. Wir werden unter den gegebenen Voraussetzungen hieran zunächst mal festhalten. Und deshalb, wie gesagt, im Februar und Mai gibt es entsprechende Updates und eine Präsenzveranstaltung hoffen wir dann im September nächsten Jahres durchführen zu können. Wir sind, wer es noch nicht weiß, die German American Business ist ein Verein nach dem Recht des Bundesstaates North Carolina. Also bei uns kann man auch Mitglied werden. Wir schätzen das sehr, weil man so natürlich eine schöne Möglichkeit hat, auch dauerhaft in Kontakt zu bleiben. Wer da interessiert ist, möge mich bitte jederzeit gerne ansprechen. Ansonsten auch für die Präsentation gilt jetzt, Fragen bitte gerne, Fragen im Chat, sonst Fragen auch im Anschluss an die Vorträge. Und dann sage ich nochmal Bühne frei für Reinhard. Hey Andreas, he's having a couple of technical difficulties. He'll be up in a second, so if you just want to keep talking. Kein Problem. Reinhard hat normalerweise gerade Robert through your help keine technischen Probleme. Alles passiert zum ersten Mal. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Wir werden also vielleicht nochmal zum Ablauf. Wir werden mit dem Prozessrecht beginnen. Da sind wir ja alle so durch unsere Fernseherfahrung ein bisschen gebrieft. Also Reinhard wird uns die Besonderheiten des US-amerikanischen Prozessrechts etwas näher bringen. Also solche Geschichten wie die Jury, die Contingency Fees, uns graust ja mal so ein bisschen vor den anwaltlichen Gebühren. Was es ansonsten zu beachten gibt im Prozessrecht, die Discovery. Ich habe es auch schon erlebt. Das ist für uns deutsche Anwälte. Ich bin selber auch Anwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Von daher ist es meine Branche, die hier auch angesprochen ist. Für uns ist es sehr befremdlich, wenn man so Dinge hört wie Discovery, wo ich dann dem Gegner meine Unterlagen präsentieren muss. Also über diese Besonderheiten sollte man tunlichst informiert sein, weil es enorm schwierig ist und kostenintensiv in Amerika Verfahren zu führen.
Aber da ist Reinhard sicherlich der Berufenere, uns mehr zu sagen. Und bevor ich jetzt weiter in die anderen Vorträge eindringe, bin ich so frei, Reinhard, du verstehst mich. Bist du wieder mit an Bord? Ich hatte ein kleines technisches Problem, ja, und Alles jetzt scheint es prima. wieder alles zu klappen. Wunderbar. Ich hatte angefangen, ich wollte, hatte gerade überlegt, ob ich deine Präsentation versuche zu übernehmen, aber ich habe davon Abstand genommen, weil du machst es einfach auf, gerade auch aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung natürlich deutlich profunder. Und deshalb würde ich dich dann einfach bitten, sag doch mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Person. Und dann hättest du im Anschluss gleich deine Bühne frei für deine, für deinen Vortrag zum US-Prozessrecht, bitte. Wunderbar, danke Andreas für die nette Einleitung. Was ich aus meiner Sicht nur sagen kann, ist, wir haben eigentlich heute eine sehr schöne Klammersituation, dass wir mit der Rechtsstruktur des Prozessrechts anfangen, um zu erklären, wie das Prozessrecht in den USA funktioniert. Und dann schließen wir hintenrum den Kreis damit, dass ich am Ende des heutigen Tages die Problematik der Produkthaftung erkläre, wobei Problematik ein Wort bedeutet, das ich sehr ungern verwende, denn es gibt ja keine Probleme, sondern nur Lösungen. Sodass also am Ende des heutigen Tages die Lösung der Produkthaftungssituation im Thema ist. Ich fange insofern an mit der Produkthaftungssituation Teil 1, das heißt Prozessrecht. Nur wenn ich verstehe, wie das amerikanische Rechtswesen funktioniert, nur wenn ich verstehe, wie das amerikanische Prozessrecht funktioniert, dann sind auch für mich viele Dinge erkennbar, die anderweitig nicht zwingend erkennbar sind. Und ich fange gerne an, wie Andreas gesagt hat, mit einer kleinen Vorstellung. Mein Name ist Reinhard von Hennigs. Ich bin der Chairman and Founder von Bridgehouse Law, einer Kanzlei mit Bürostandorten in Berlin, Charlotte, Atlanta und seit 2 Jahren auch in Vancouver. Mit anderen Worten, wir sind auf 3 Ländern, 2 Kontinenten, aber haben den einen Spirit, nämlich dem Mittelstand den Weg ins Ausland zu ermöglichen. Und dieser eine Spirit zeigt sich auch dann damit, dass wir mal anfangen können, mit den Slides voranzugehen. Und ich versuche gerade den Slide-Share zu machen. Und wir fangen an mit dem amerikanischen Prozessrecht. And Robert, that's perfect. Good. Ja, Thank ich you sehe for es the auch, alles prima. next slide down. If you can go back one. Was Sie sehen, ist hier ein Foto von dem amerikanischen Supreme Court. Und dieses Foto habe ich nicht dort etwa aufgebracht, weil ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, das amerikanische Supreme Court sich vor Augen zu führen, sondern weil sich damit, wie so oft im Leben, eine kleine Anekdote verbindet. Ich bin als Rechtsanwalt, deutscher Rechtsanwalt und amerikanischer Rechtsanwalt und seit über 10 Jahren auch als Rechtsanwalt bei dem amerikanischen Supreme Court zugelassen. Das ist genau das Gebäude, in dem der amerikanische Supreme Court tagt. Und die Anekdote ist nicht, dass ich jederzeit in den Supreme Court reinlaufen kann, denn als Anwalt, der ich dort zugelassen bin, habe ich dort das Zutrittsrecht, sondern die Anekdote ist, dass meine Vereidigung als Richter beim amerikanischen, nicht als Richter, als Anwalt beim amerikanischen Supreme Court von einem Richter vorgenommen wurde, der kurz vorher den amerikanischen Präsidenten Obama vereidigt hatte. Wir schreiben das Jahr 2009 und Präsident Obama nimmt die Amtshandlungen auf im Frühjahr des Jahres 2009. Verfassungsgemäß immer im Januar des Jahres nach der Wahl. Und der Präsident geht also hin und wird von dem Chief Justice Roberts vereidigt. Und Chief Justice Roberts bei seiner Vereidigung macht einen kleinen Sprechfehler und plappert etwas vor sich hin, was dann der Präsident in staatsgewohnter Manier nachspricht. Und dieses führt nunmehr zu der juristischen Frage, ist der Präsident, der falsch vereidigt wurde, dennoch Präsident? Oder haben wir ein Problem, dass wir sozusagen Amerika regierungsfrei haben? Und Verfassungsrechtler brachen sofort in Wüte Diskussionen aus und versuchten zu verstehen, ob denn nun der Präsident ein richtiger Präsident ist. Oder aber mit anderen Worten, wie das die schönen Juristen immer sagen, ist es denn ein de jure oder de facto Präsident? Und man kam zu dem Ergebnis, es nicht darauf ankommen zu lassen. Und daraufhin wurde dann der Präsident einfach neu vereidigt. Das zweite Mal hinter verschlossener Tür im Oval Office gut war. Und nachdem die Vereidigung durch Chief Justice Roberts vorbei war, so will es die Legende, öffneten sich die Türen im Oval Office und Mitarbeiter traten hinzu und legten dem Präsidenten etwa 600 Dokumente vor, die er in den Vortag bereits unterschrieben hatte, zur Sicherheit für den Fall,
dass irgendwelche Verrückten oder irgendwelche Rechtsanwälte oder wer auch immer versuchen, die Legitimation des Präsidenten zu hinterfragen. Warum erzähle ich die Geschichte? Nicht nur, weil es nett ist, die als Anekdote zu erzählen, sondern auch, um zu sagen, dass die Sorge vor der Unberechenbarkeit des amerikanischen Prozesswesens selbst den amerikanischen Präsidenten erfasst. Und gehen wir noch eins weiter. And one more, please. Es geht heute darum, die Besonderheiten des Prozessrechts darzustellen, die Definition zu geben über Kosten und Erfolgshonorare, auch zu erklären, wie Discovery und Deposition laufen, zu erklären, wie Sammelklagen laufen, wie auch die sogenannten Punitive Damages sind. Und wir starten durch. Next, please. Die größte Besonderheit ist, dass es ein anderes System ist. Die Amerikaner haben ein fremdes Rechtssystem, sodass ich jedem immer ans Herz legen möchte, sollte bei Ihnen eine Klage zugestellt werden. Prüfen, ob diese Klage möglicherweise einen Zustellungsfehler hatte. Denn was nach deutschem Recht richtig ist, heißt noch lange nicht, dass es nach amerikanischem Recht richtig ist. Auch wichtig darauf hinzuweisen ist, dass es in den USA hohe Prozesskosten gibt. Jeder trägt seine eigenen Kosten. Und wenn jeder seine eigenen Kosten trägt, ist das so, wie wenn ich in ein Restaurant oder eine Bar reingehe. Ich ordere ein Getränk oder ein Essen und trage dann die Kosten. Die amerikanische Denkweise sagt, wo kämen wir denn dahin, wenn ich die Kosten der Gegenseite tragen müsste? Und wie so oft im Leben, eins der Takeaways ist ja nicht, was machen wir richtig und was machen die Amerikaner falsch oder was machen die Amerikaner richtig und der Rest der Welt falsch, sondern die Frage, gerade bei globalen Transaktionen, ist ja zu verstehen, dass Dinge in einem anderen Land der Welt anders funktionieren. Worauf ich auch gerne hinweisen möchte, ist, dass es Bundesgerichte gibt und Landesgerichte. Und die Bundesgerichte sind oftmals diejenigen, die etwas schlauer sind, die etwas verständiger sind, die oftmals auch die besser ausgebildeten Anwälte haben im Sinne von Erfahrungswerten. Und so kommt es doch immer wieder mal vor, dass wenn man bei einem Bundesgericht reinläuft, dass einem dann der Richter erklärt, ach wie schön, dass wir endlich mal wieder ein internationales Thema haben. Er kennt sich doch mit dem internationalen Recht aus. Im Gegenzug dazu laufe ich bei einem örtlichen Richter rein, der nur Landesrecht macht. Der schaut mich an, wenn ich von einer Währung rede, die anders ist, wie die deutsche Währung, die amerikanische Währung und die örtliche Währung. Und die Anekdote hier dazu ist gleich, vor einiger Zeit hatte ich ein Gerichtsverfahren und wurde dann von dem Richter mal in die kleine Kammer gebeten, in the chambers, wie es so schön heißt. Da traf ich mich dann mit dem Anwalt der Gegenseite und der Richter beugte sich rüber und sagte, erklär mir das mal. Wir haben ja einen Schriftsatz und da ist ein komisches Zeichen drin. Was heißt denn das Zeichen? Komisches Zeichen, kann ich nicht verstehen. Zeig doch mal, was du meinst. Und da zeigte er mir das Zeichen, deutete auf ein Euro-Symbol. Und während ich auf das Euro-Symbol deutete, sagte ich, okay, Your Honor, das ist ein Euro. Ah, erklärte er mir dann, a Euro-Dollar, I knew it. So, die Frage, ob es wirklich ein Euro-Dollar ist oder nicht, habe ich mir dann verkniffen zu diskutieren. Aber es ist für mich Ausdruck dessen, dass bei den Staatsgerichten und bei den Bundesgerichten eine andere Schärfe von Wahrnehmung und auch Globalisierung herrscht. Eine andere Besonderheit ist, dass es Punitive Damages gibt, nämlich einen sogenannten Strafschadensersatz. Und auch dazu gehe ich noch später drauf ein. Die amerikanischen Regeln der Kosten hatte ich schon erwähnt. Und auf dem nächsten Slide sieht man dann, dass es kein amerikanisch geregeltes Kostenrecht gibt. Das heißt, die Kosten erstehen dadurch, was der tatsächliche Aufwand ist, die Verfahrenslänge dominiert. Und wenn ich sozusagen den Denkansatz losgebe, die Verfahrenslänge dominiert, kann man auch damit verstehen, dass ein früher Vergleich das Verfahren verkürzt und mit einem frühen Vergleich und einem verkürzten Verfahren man dann logischerweise auch weniger Geld zu zahlen hat. Sodass die Regel mit der Vergleichssituation immer eine Rolle spielt. Sich früh zu vergleichen, hilft möglicherweise auch die Kosten zu kontrollieren. Im Gegensatz dazu in Deutschland gilt natürlich der Streitwert. Und je höher der Streitwert, umso kostenintensiver ist das Verfahren. Und mit anderen Worten, ich habe in Deutschland, indem ich eine Klage einreiche, sofort im Griff, was mein Kostenrisiko ist. In den USA habe ich das nicht. Dazu kommt auch, dass es in den USA keine Anwaltskostenerstattung gibt und auch keine klar definierten Kostenregeln, wie man sie aus Deutschland kennt, wo es ja das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz gibt. Und damit sind gerade bei kleineren Streitwerten die Prozesskosten relativ hoch.
Was ich damit sagen will, ist, dass unter Umständen ein Gerichtsverfahren über $10.000 Streikwert unwirtschaftlich ist, wenn es sich über mehrere Jahre hinzieht und am Ende $5.000 bis $10.000 Kosten hat, die man wohlgemerkt selbst zu tragen hat. Sodass der Ansatz, sehr häufig auf Vergleich zu gehen, auch dadurch begründet ist. Wir haben die Möglichkeit, in den USA Erfolgshonorare zu machen. Und Erfolgshonorare lauten oft nur auf Sicht des Klägers. Das heißt, der Kläger kann jederzeit ein Erfolgshonorar vereinbaren, verklagt ein Unternehmen und schon hat die Kostensituation sich von einem fairen Pari-Pari verändert auf eine Situation, dass ein Kläger, der auf Erfolgshonorarbasis arbeitet, sich gegenüber dem Beklagten sofort das Kostenrisiko verschiebt. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich doch darauf hinweisen, dass ich im Sommer dieses Jahres ein Buch geschrieben habe. Und dieses Buch geht um 100 Themen, die das internationale Recht und das internationale Wirtschaftswesen angeht. Und weil es Spaß macht, wenn solche Bücher auch gelesen werden. Und im Übrigen, ich bei diesen 100 Themen auch viele Themen aufgegriffen habe, die relevant für Sie, die relevant für euch sind, sage ich wie bei jedem GABA-Seminar, nachher wird es eine Frage geben und derjenige, der die Frage richtig beantwortet, bekommt ein Buch von mir zugeschickt. Damit habe ich hoffentlich die Aufmerksamkeit gerade wieder geringfügig erhöht und in jedem Fall kommt irgendwann einmal die Fallfrage. Bevor ich aber da einsteige, mal eine kleine Anekdote. Wenn ich heute einen Kläger auf Erfolgshonorar habe und einen Beklagten habe, der mit seinen eigenen Kosten unterwegs ist, gibt es in den USA den Begriff des sogenannten Ambulance Chasers. Und der Ambulance Chaser ist jemand, der einem Krankenwagen hinterherfährt, weil er der Meinung ist, jeder, der in dem Krankenwagen drin liegt, der ist ein möglicher Mandant von mir. Jeder? Wie bei Asterix und Obelix, wirklich jeder? Ja, jeder kann ein Mandant von mir werden. Wenn ich mich ein Ambulance Chaser bin, dann weiß ich, im Krankenhaus liegt jemand drin, der möglicherweise Opfer eines Verkehrsunfalls ist. Also habe ich einen Verkehrsgegner. Möglicherweise ist es ein Opfer eines Arbeitsunfalls, also könnte ich ja mich gegenüber dem Arbeitgeber melden. Möglicherweise kommt dieser von einem anderen Arzt und da habe ich einen Behandlungsfehler, einen Kunstfehler, Pfusch am Bau oder Pfusch am Patienten. Kurzum, in jedem Krankenwagen liegt ein potenzieller Ambulance Chaser. Und als ich anlässlich der Geburt meiner Kinder die Familie sozusagen im Krankenhaus besucht habe und meine Frau und die jungen, frisch geborenen Kinder im Krankenhaus dann besucht habe, habe ich mir den Spaß gemacht, bei dem Weg in die Cafeteria nicht nur ein erfrischendes Getränk für meine Frau zu holen, sondern auch einmal zu sehen, ob es denn diese Ambulance Chaser wirklich so gibt. Und habe bei dieser Gelegenheit in der Cafeteria die verschiedenen Anschläge gesehen. Krankenschwester sucht Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft sucht Krankenschwester. Ich biete an Sprachunterricht auf Spanisch, weil es so viele spanische Patienten gibt. Und natürlich Anwälte, 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 Anwälte. Und was ich mit dem schwarzen Brett aus meinen Studientagen in Erinnerung habe, lebt noch nach wie vor fort. Leute tackern ihre Stücken Papier an ein schwarzes Brett und sagen, bist du krank, bist du verunfallt, wende dich an mich. Und diese Ambulance Chaser sind genau die Methode, die man im Kopf haben muss, weil sich nämlich hierdurch das Risiko, verklagt zu werden, anders als in Deutschland darstellt. Next slide, please. Ein solches Erfolgshonorar bedeutet, dass etwa 30-40% für den Anwalt der Klägerseite anfallen und der Opfer, das Opfer, die Opferrolle letztlich sagt, ob ich nur nichts bekomme oder am Ende vielleicht nur 60% bekomme, besser sozusagen dieses Prozessrisiko abzuwälzen. Und deswegen verlagert sich sofort das Prozesskostenrisiko auf den Beklagten und das Kostenrisiko ist nicht mehr pari pari versetzt. Steigen wir ein in eine weitere Besonderheit des Zivilprozesses, nämlich die Regel von Discovery und Deposition. Und hierbei sehen wir, dass das amerikanische Verfahren anders ist wie in Deutschland. Und ich gehe mal davon aus, manche von euch, manche von Ihnen haben schon mal in Deutschland ein Verfahren erlebt. In Deutschland wird eine Klage eingereicht, die dick ist, die, wie die Juristen so gerne sagen, hinreichend substantiiert ist, wo also alles das, was man braucht, in einem solchen Verfahren auch tatsächlich schon drinsteht. Und ein mehrfaches, sehr dickes Blatt Papier kann letztlich dann erst zum Verfahren führen. Warum?
weil ein deutsches Gericht die Möglichkeit hat, eine solche Klage, die nicht hinreichend substantiiert ist, abzuweisen. Anders in den USA. Hier schaffe ich es, eine Klage einzureichen, die im Grunde genommen aus einem Blatt Papier besteht. Die Klage muss nur erkennbar lassen, dass es einen Anspruch gibt, der aufgrund eines Handelns oder einer Unterlassung der Gegenseite zurückzuführen ist. Und dieses hat kausal zu einem Schaden geführt. Und hier ist nun eine der lustigen Fragen in die Runde. Was ist denn denkbarerweise die kürzeste Klage, die es je in der Geschichte Amerikas gegeben hat? Wären wir in einem lustigen Raum zusammen, würde ich mich freuen über Zurufe und würde auch sagen, wer meint denn was? Und wir könnten vielleicht mal versuchen, den Chat zu aktivieren und mal dort ein paar Antworten reinzubekommen. Wie viele Worte war denn die kürzeste Klage, die jemals in den USA Erfolg hatte? Gibt es irgendwelche Freiwilligen vor, die irgendwelche Antworten geben im Chat? Ein Wort. Gut, ein Wort. Mit einem Wort die Situation eines Schadens, einer Kausalität und einer Schadensverursachung rauszupacken, schon sehr gewagt. Na dann drei. Matthias, das ist eine gute Antwort und du hast recht. Smoked got sick ist legendenweise die kürzeste Klage, die jemals Erfolg hatte. Auf Deutsch, ich habe geraucht und wurde krank. Und aus der Tabakklagenwelt glaube ich nicht, dass diese drei Klagen wirklich erfolgreich sind, aber es ist tatsächlich ein Gerücht, das rumkursiert, dass ich mit einer sogenannten Drei-Wort-Klage Erfolg haben konnte. Smoked got sick ist die neue amerikanische Realität. Warum ist das relevant? Es ist deswegen relevant, weil ich natürlich mit einer Klage superschnell lostreten kann und superschnell einsteigen kann und alle Fakten kommen rein. Ich bleibe bei der Tabakklage. Woher weiß ich denn, dass der Tabak mich süchtig macht? Woher weiß ich denn, dass der Tabak Gesundheitsrisiken hat? Dadurch, dass ich in der Discovery in einem umfangreichen Vorverfahren auch möglicherweise Zeugen vernehmen kann und die Dualität zwischen Discovery, also einem schriftlichen Vorverfahren mit Aktenanforderung und einer Zeugenvernehmung führt dazu, dass ich alles bekomme. Next slide, please. Discovery ist bedeutsam, weil ich nämlich in den USA ohne eigene Beweise anfangen kann und meine Beweismittel von der Gegenseite einfordere. Das bedeutet auch, dass möglicherweise ausländische Mutter- oder Tochtergesellschaften hier in Anspruch genommen werden können. In Deutschland ist so etwas als Ausforschungsbeweis nicht möglich. Und während meiner spannenden Karriere hatte ich als junger Anwalt mal die freudige Aufgabe, mich in einem Verfahren zu beteiligen, wo wir 1,3 Millionen Blatt Papier lesen mussten. Und wegen dieser 1,3 Millionen Blatt Papierlesesituation war es dann so, dass wir mit mehreren Anwälten, 30 genau gesagt, uns auf diese 1,3 Millionen Blatt Papier gestürzt haben. Und da habe ich gelernt, dass ich in einem guten Tag etwa 3.500 Blatt Papier lesen kann. Wohlgemerkt große DIN A4 Blatt, was auf Amerika ja dann Letter Size Format heißt. 3.500 Blatt in einem Tag, da braucht man schon einige Anwälte, bis man 1,3 Millionen Blatt Papier gelesen hat. Prosa ist etwas anderes. In dem Vorverfahren ist natürlich dann die Frage, kann ich eventuell vermeiden, indem ich die Unterlagen herausgebe und sage einfach, ich liefere doch nicht den Strick, an dem ich nachher aufgeknüpft werde. Wenn ich aber solche Beweise vereitle, kann ein Gericht Sanktionen verhängen, nämlich entweder in Form von Geldbußen oder aber auch den Ausschluss von Beweismitteln oder aber eine Art Was-wäre-wenn-Szenario, dass nämlich mir gesagt wird oder dass der Jury dann gesagt wird, dadurch, dass gewisse Beweismittel nicht vorgelegt worden sind, wird halt der Gegenschluss erlaubt oder wird erlaubt, welchen Schluss zu ziehen, welchen auch immer man ziehen möchte. Und diese Situation bedeutet letztlich, dass wir als Berater immer sagen, bitte alles herausgeben, weil die Konsequenzen nachher schlimmer sein können als das ursprüngliche Verfahren. Deposition ist ein förmliches Verfahren, wo Zeugen vernommen werden. Warum? Weil ich erfahre durch die Zeugen, wie die Zeugen sich möglicherweise später in einem Verfahren benehmen werden. Das bedeutet aber auch, dass ich viel Geld und Zeit und Kraft aufwenden muss, weil entweder ich Zeugen vernehme, die auf der Gegenseite sind, oder aber meine eigenen Mitarbeiter auch vernommen werde. Die Zeugenvernehmung kann auch in Deutschland stattfinden, aber nur im US-Konsulat in Frankfurt. Das bedeutet,
Wenn also Zeugen in Deutschland vernommen werden, muss man sich mit dem Konsulat abstimmen. Das Konsulat hat gewisse Zeiten hierfür, nämlich einmal einen Raum pro Tag von 9 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags. Wenn man bei internationalen Verfahren solche Zeugenvernehmungen möglicherweise über Video und über Audiokonferenzen machen möchte, ist 3 Uhr nachmittags in Deutschland, 9 Uhr morgens hier an der Ostküste, 6 Uhr morgens in Kalifornien. Und damit ist im Grunde genommen eine Zeugenvernehmung durch Remote-Anwälte nahezu nicht möglich. Dazu kommt, es kostet Geld, um die $1,500 pro Tag in das Konsulat zu benutzen. All das sind Gründe, wo die Rechtswirklichkeit komplizierter ist. Eine Möglichkeit besteht, dass man ins europäische Ausland geht, wo andere Regeln gelten. Aber dazu muss der Zeuge freiwillig kommen. Und auch hier sieht man, man hat Möglichkeiten in der Hand zu spielen, Möglichkeiten in der Hand, die Rechtssituation so umzusetzen, wie sie halt Sinn machen, indem man eine solche Zeugenvernehmung im europäischen Ausland macht und nicht in Deutschland, kann man unter Umständen Zeit gewinnen oder aber auch den eigenen Zeugen kostengünstig voranbringen. Nach der Vorverhandlung geht es dann ins Trial. Aber weil die Vorverhandlung so viel Geld und Kraft und Zeit kostet, gelangen am Ende nur 10% der Verfahren zum Trial. Das bedeutet, Trial automatisch die Juryauswahl. Und im Wege der Juryauswahl geht es halt um die Frage, wie ich die beste Jury finde. Ich habe das Eröffnungsplädoyer danach, ich gehe in die Zeugenvernehmung und habe hier das, was man aus allen schönen Spielfilmen kennt, Objection, Objection, Objection. In der Praxis kommt es gelegentlich vor, wobei ich immer wieder mit Amüsement sehe in einem amerikanischen Spielfilm, dass viele Gründe, weswegen ein Objection gemacht werden, nach dem amerikanischen Prozessrecht keine wirkliche Grundlage sind, einen solchen Einspruch wahrzunehmen. Der Richter entscheidet alles, aber die Jury entscheidet noch mehr. Und was ich damit sagen will, der Richter leitet die Jury an, wie die Jury sich entscheiden muss. Und die Jury ist eine Mischung der Bevölkerung, eine Art Wahrnehmung der Bevölkerung. Und bei der Jury kommt es dann darauf an, die Jury als Art Bevölkerung wahrzunehmen. Nämlich Bevölkerung wie jeder normale Bürger auch. Und damit bin ich letztlich beim Thema, wo habe ich die Möglichkeit, eine Jury zu manipulieren oder eine Jury abzuwählen? Ich habe die Möglichkeit, immer wieder zu sagen, halt, stopp, dich möchte ich nicht haben. Und man kann sozusagen solche Preemptive Strikes machen. Ich weiß, dass meine Zeit nahezu am Ende ist. Und wenn man davon ausgeht, dass wir noch viele, viele Fragen klären können, möchte ich zumindest nicht die Gelegenheit versäumen, die Frage wieder zurückzugeben an euch alle, an Sie alle. Gibt es irgendwelche Fragen von euch, wie wir hier weitermachen können? Gibt es irgendwelche Fragen, die ich beantworten kann? Pull down to the fancy keys. Next. Also ich sehe im Chat keine Fragen. Next. Next. Reinhard? Next. Keine Fragen. Gut, dann erlaube ich die Frage. I have one question. Okay. Ja. Das ist eine Frage von Christoph. Yeah, just pure out of interest, but so as you know, of course, we know the subpoena system here in the United States, right? There's nothing like that in Germany, like a subpoena? Let's call it like that. We do have a subpoena as a Zeugenvernehmung, where you call a witness into the court, but it is not possible to call a witness if you are a party. So let's say the two of us would like to know what Andreas has to say. We cannot say we want you, Andreas, to appear on a certain date in my law firm to answer a question between the relation between you and Andreas. So the way to do that is to petition the court. The court will then take a look into whether they like it or not. And then the court will invite Andreas to come to court to make the testimony there. So it is rather complicated and by the same token only used as a last resort. And in America, a subpoena is pretty much known as let's do it and let's use something which I always know a shotgun approach, ein Schrotschusskonzept. Let's try it. Something will get stuck. Gut. Okay. Vielen Dank für den Chat-Antwort von einigen, die gesagt haben, alles prima erklärt. Sehr gerne. Damit komme ich zur Fallfrage.
dauern Gerichtsverfahren in den USA länger als in Deutschland? Ja. Das längste Gerichtsverfahren, das ich erlebt habe, dauerte 6 Jahre. Und das ist schon durchaus lange. Es gibt auch wenige Verfahren in Deutschland, die lange dauern. Aber im Schnitt dauern Verfahren damit viel länger. Und je länger sie dauern, umso mehr kosten sie Geld. Aber die Fallfrage lautet, wie viel Prozent aller Verfahren werden durch Vergleich beendet, bevor es zur Hauptverhandlung kommt? Und Uschi hat sofort 10% gesagt. Und damit, liebe Uschi, geht dieses Buch an dich. Uschi, wir kennen uns ja. Schön, dass du heute dabei bist. Das Buch geht nach München heute. Danke, Uschi, für die 10%. Deine Adresse habe ich. Insofern schön, dass das Buch an dich geht. Und lass mich doch wissen, wie es dir gefällt. Damit bin ich jetzt fertig. Andreas, I guess it's your turn to close me out and to moderate Christoph van Gogh, because I believe we have a logical continuation to share the story of how litigation works and now come to the point of risk management through insurance. I'm curious to hear what you have to say, Christoph. Ja, wunderbar. Danke erstmal an dich, Reinhard. Wir sehen dich nochmal wieder zum bedeutsamen Thema der Products Liability. Und jetzt freue ich mich, dass Christoph mit an Bord ist. Christoph, welcome to your first GABA webinar. Haven't seen you in a while. Good to have you back. And I'm looking forward to your presentation on insurance. And the only thing I said so far was that there are certain aspects one needs to know when going to the States. There are different concepts of insurance like workers' comp and so on. So looking forward to your presentation. And we, as always, have the chance to ask questions in between, in the chat, and then afterwards. So please introduce yourself and looking forward to my presentation. Are you sharing that or am I supposed to share that? Robert, are you there? Did you send your presentation to Robert? Yeah. Oh, you did. So Robert, I hope you can hear me. Are you prepared to share Christoph's presentation? Reinhard, I think you can hear me still. Christoph forwarded his presentation. Can you guys share it? Or is he supposed to share himself? Yeah, or I can. We can't hear you. You have to turn on your... So if you can share it yourself, Christoph, this may be easier. Yeah, let me. Okay, I'll be right back then. Sorry for that. No problem. Just take your time. Christoph, if you need me to share it, just let me know. Dann sage ich noch in der Zwischenzeit, was mir noch eingefallen ist zu dem Thema Subpoena und Zeugeneinvernahme. Was mir auffällt ist, wir sind ja hier sehr streng bei dem Thema Ausforschungsbeweis. Bei uns funktioniert es ja prozessual so, dass ich konkrete Tatsachen behaupte und ich dann über Zeugen die Möglichkeit habe, das auch entsprechend zu beweisen. In USA ist der Ausforschungsbeweis im Grunde sehr viel mehr verbreitet als bei uns. Da weiß man dann noch weniger als bei uns, was rauskommt bei einer Zeugeneinvernahme. Das ist jedenfalls so meine Erfahrung. Aber jetzt ist, ich sehe deine Präsentation. I can see your presentation, Christoph. So if you started and then continue, that would be great. Yeah, so first of all, I'm Christoph van Gogh. I'm the director of the Global Solutions at Epic Insurance Brokers. We are the 9th largest insurance broker in the US. We are top 20 worldwide, about 3,000 employees, over 85 offices in the US. Here in Atlanta with me is the international desk for I would say the DACH countries, for the German speaking countries. So my team will deal 80% of what they do with clients from Germany, Austria, Switzerland. That's where we build the whole expertise around. I think one of the things that separates us from other brokers is that we also understand very, very well how insurance in Germany works. And that gives us the advantage sometimes to better explain the differences between insurance, how it works in the US and how it works in Germany. So I understood that the big focus today was on product liability. I have a general presentation, but I will use it as a guidance. But meanwhile, I'll tell you
about the things I think that for product liability are really interesting for you guys. So now it should go down. So here is the overview of what we're going to do. Okay, so in the United States, very different than in Europe is that premises and operations liability is different from product and completed operations liability. So what we call general liability in Germany, Habspflicht, huh? Here they call premises liability because they assume that it comes with having a building or renting an apartment, a premises liability. The product liability is a separate limit always in a policy here. It's clear what product liability is, of course, that is when there's a failure in the product, but it can also go very much further here. Like I had an interesting discussion yesterday with a client in Europe where they say, yeah, our European policy really only plays when there's a production failure that we didn't produce or manufacture the product as it should have been. US policies and law, of course, is a lot wider. You can have a perfect manufactured product, but if your manual that gave the instructions to people gave the wrong instructions, you will still be held liable for a court. And that's where your policy has to pick up coverage for, of course. So what is product liability? Manufacturer product liability is triggered by defect product. Losses are not commonly the result of a faulty design, production flaw, and like I've said, faulty instructions. This is something, and Reinhard knows that, I stress this in every time I speak in a panel to European companies. Some mistake a lot of German companies make when they come to the US, they have a great manual in German, they go to a sworn translator and they have it translated in English, and now they think that they are completely compliant with the US market. That's not the case. Certain products will ask specific manuals in the US, specific language, and it's very different than in Europe and in Germany. So that's something you really, really have to look into when you bring your product in the US to make sure that you have a manual that is completely compliant with US laws and regulations. The last one is also, and I have half an hour, so I don't want to make anything too complex in short meetings like this, but what everybody has to understand is that a product liability policy in the United States covers material damage and bodily injury. That's it. Material damage, bodily injury. So all the consequential damages, all the financial damages that might have occurred because your product had a claim on it, huh? That is not covered under a regular product liability policy, but it's covered under a manufacturer's E&O. A manufacturer's E&O will pick up financial damages and consequences. Why do I say this? Because in Germany, a lot of product liability policies, especially what you have, what they call the extended product liability one in Germany, that will pick up some consequential damages and financial consequences. That is not the case in the US. So if you are a manufacturer, you really need to look into manufacturer's E&O coverage, because sometimes for manufacturers, the consequential damage exposure can even be higher than the regular product liability one, which is, again, bodily injury, material damage. Can you cover your U.S. risk under your German policy? Well, strictly you could. However, the big problem you're going to have is that your German policy will say, oh, we have worldwide coverage, but they're not going to pick up your German, your US company, your US entity under your German policy. And that is a big problem, because now you have a German policy that says I'm worldwide, but your subsidiary in the US gets sued. If you give that lawsuit to your insurer in Germany, he's going to say there's nothing I have to do because the lawsuit is not made against the German company. So to really, really cover US companies that are German owned as it should, you need a local US policy to be set up, and that local US policy can be standalone or it can be under a German master policy that sits on top of it. That's a structure that can be chosen, but normally it cannot be done to correctly insure US risk
without having a local US policy. Then very specific things in the US, hold harmonious agreements. I'm sure Reinhard will talk about that. Additional insurance, that's very important. That is something that really seems so easy, but it really blocks a lot of access for German insurers inside the US. So when you rent a warehouse from a landlord or when you have a new client in the US, there will be a contract between the two parties. That contract will also say that your client or the landlord will ask to be additionally insured under the policy of your US subsidiary. An additional insured is something that we not know in Germany. We know a Mitversicherte, which is something different because a Mitversicherte in Germany has the same rights as the primary insured. An additional insured in the US only can claim under a policy when it's related to the primary insured, so which is very, very different. So because we don't know additional insureds in Germany, a German insurer will never allow a client to be additionally insured under your German policy. That's the way the structure is. But that will literally block a lot of German insurers not being able to issue a certificate in the United States. You see, under this page number 4 is insurance certificate. That's something else that will happen. When you have a new client, the client will say, okay, yeah, we're going to do business together, but this is the liability clause. This is the insurance clause in my contract. I want you to give me an insurance certificate and I want to be named additional insured. These are two things that are not known to German insurers and would literally push US subsidiaries to have to buy good local insurance in the United States because else your clients will simply not do business with you. Then number 5 is the legal fees. Legal fees will have a limit in a lot of German policies. So you can have a 5 million liability policy, but it will say, oh, the legal costs are limited to 50,000. In the United States, the legal fees are fully included in the amount you insure. So when you have a 5 million limit, you have 5 million legal costs, or they are what we call outside the limits, which is even better because now you have unlimited legal fees. So when you have a 5 million policy in the US that says defense is outside the limits, that's how they call it here, it basically means there's no limitation on your legal fees. Well, it's clear to say that in Europe that they have a very different idea about those things, of course. Also in Germany, we know DAS and we know ARAG, who literally sell policies to cover your legal fees. Due to the US system that I just explained, we don't know this in the US because or your legal fees, again, are totally in the limit or are outside your limit. I'm trying to shift this up. Here we go. Yeah. So because of the differences in the legal system, and that's something Reinhard has talked and will talk about, insuring US risk is much more complicated and more costly. We have common law, case law, precedents. We know players, jury, judge, lawyers, media, pretrial discovery. That is what we talked about a few seconds ago, like subpoenas. We know punitive and exemplary damages, which is unknown in Germany. We know class action lawsuits. And then lawyer's fees, contingency fee, that's also very important, of course. What Reinhard talked about, the ambulance chaser, well, it's very easy. Some lawyers can come to you, and even you don't believe you really have a case, you think there's nothing you can win, there's nothing to lose, because the lawyer says, hey, you don't have to pay me, but from every dollar I make for you, I want 30% of it, which is very different in Europe, of course, because in Europe, when you lose the case, you might end up paying a percentage of the cost of the other lawyer, and you end up paying your own lawyer always. Huh? Here in a litigation case, well, actually there's no money to lose for you. It's the lawyer that at that moment invests and gambles that there's a good outcome and that he makes money on it. Liability. I know people always don't like me to say this, but in average, you could say that the premium in the United States for product liability is about 6 to 10 times what it is in your German policy. And the reason for that, of course, is what we just all explained. The legal system, the cost of lawyers,
the fact that an insurance company will get sued a lot more easily due to the fact that lawyers also practice contingency fees. So there are various reasons that the cost of insurance is 6 to 10 times what it is in Germany. The good news is when you buy the right coverage in the United States, you will have very, very little discussion when there's a claim. That's also a positive of the legal system, of course, because when it's covered, the last thing that an insurance company wants to happen is that their client would take them to court discussing over the coverage. So when you buy the right coverage, a claim will go fast and quick in the US and it will pay out. Huh? Where my feeling sometimes still is in Germany, that they will really look at the policy again, they will really read every clause again and might say, oh, you know what, but we didn't know that and you didn't do that. If you have the right policy in the United States, you won't have a lot of discussions. Now, I want to be very clear on something. If you tell your insurer your whole warehouse is full of toilet paper, and tomorrow it explodes because it was full of fireworks, yeah, that's going to be a very difficult claim. And don't think that they would pay it out like that and they wouldn't discuss about it. That's not what I'm saying. What I'm saying is if you have the right policy with the right clauses, with underwritten with a good insurer, there will not be a lot of difficulties when there's a claim. The sum insured, I explained that a few minutes ago. So basically that means that if you have a 5 million limit, the legal costs are completely included in the 5 million. And there's also something like defense outside the limits where you don't have a limit on legal fees. Unnecessary to say that's the best ideal policy, of course. And then most of the policies have an exclusion of punitive and exemplary damages. You can insure it here in some policies. You also have to know that some states don't allow it to be insured. I think there are 3 or 4 states in the United States that don't allow an insurance policy on punitive and exemplary damages. This is actually, yeah, this might be very complicated on a 30-minute call, but basically, when you buy general liability, product liability in the US, you will buy a policy that is 1 million per claim, 2 million per year. An automobile policy, normally a company, a corporate buys 1 million, employees liability, you buy 1 million, and then you buy an umbrella over that, which is 10 million. Why have they done that? Because insurance is expensive in the US. If you would have to buy a 10 million liability, product liability, a 10 million automobile liability, a 10 million employees liability. Now you bought 3 pillar policies of a 10 million, which is expensive. Here they've said, why don't we make a primary policy and a layer, the first layer, and then we buy a second policy that sits over all 3. The logic behind it, of course, is that the chance is very unrealistic that you would have a big product liability claim and an automobile liability claim and an employer's liability claim in 1 year. We typically see that happen in a certain year, but not in separate in several years. So that is actually the system of the umbrella in the United States. This is not product liability, but directors and officers liability. And I see I got 10 minutes left and there might be some questions. So I want to keep things short. I also try to keep it as easy as possible. D&O insurance is a must-have in the United States. Directors and officers liability, we see claims every day, especially now with the COVID-19. Because make no mistake, one of the biggest reasons to sue a director or an officer is because of the financial situation or the bankruptcy of a company. And I don't have to tell you, COVID-19 is causing a lot of issues in that part. We also see that coming from the insurance companies. It is very, very difficult to renew a D&O policy now without answering 12 questions about the COVID-19. What is important for German listeners on this call to remember, in Germany, a lot of people still think that directors and officers liability is when 2 directors on the board, they get in a fight and they're gonna sue each other. In the United States, only 17% of D&O claims or board members suing each other. All the rest are vendors, suppliers, clients, and most important, 42% of D&O claims come from the government, where the government will sue a director or an officer for certain things he's done or not done.
And so this is a very, very important coverage to have in the United States, even more when you are a foreign-owned company, because what we typically see is that from the five directors, two are in the US, three are in Germany. And that's an argument that the government will absolutely use. Yeah, of course everything went wrong, because you know what? You three are sitting in Germany, you had no clue what's going on in the US. But that is not the supervision that we expect from a director. So it's a very, very important coverage. And I think every German owned company in the US should have a D&O policy in place. That's the reasons of workers' compensation insurance, real short. Arbeitsungeballversicherung, mandatory in most states from three people. It's something you really need to have. It's where a worker gets injury during working hours. One important remark is that it's mandatory from three employees, but make no mistake, if your company only has two employees or one employee, if the employee would get hurt, they are still entitled to the same benefits. The benefits have to be paid for them as in workers' comp. The only difference is when there's no policy, the employer will end up paying them. The last thing you want to do is end up paying a claim like that. Second thing is medical costs are unlimited on the workers' comp. So I don't have to explain you that as a company, you don't want to end up not having a workers' comp policy. And the last one is automobile insurance. I just named that because very big difference in the United States is the difference in the limits. In Germany, we drive a lot with high limits, bodily injury, material damage. Alabama, the minimum limit is 25,000 per accident, per person, 50 per accident. Georgia, 25, 50. Florida, you can drive around 10,000 per accident, 20 per year. These amounts are so low that you have to buy higher limits, that you have to buy umbrella. But why do I tell this? Because our clients, our companies, they can also get hit by another car. And most likely, or let's say 50% chance that they have very low limits. And you also have to insure yourself towards that. Almost half an hour gone. So yeah, that was it for me today. Thank you. Wonderful. Wonderful, Christoph. Thanks to you. I have to admit, I wasn't listening all the time. So did you say something on the insurability of punitive damages? You did. I'm sure you did, probably. I said something about exemplary punitive damages that traditionally in Europe, they're always excluded because we don't even know them in Europe. In the US, normally they will be excluded too, but sometimes you can have an endorsement, have them included or for a limit or by a separate policy. And however, there are some states in the United States where you are not allowed to have punitive and exemplary damages insured. I think there are three or four states that literally have in the state law that it's illegal to insure punitive and exemplary damages. Perfect. Thank you, Christoph. Are there any other questions from the audience? I cannot see any in the chat. I see Emmanuel has joined us. Emmanuel, welcome. Do you have any questions for Christoph at a spot? Probably not, because you... No, not really. Anyway, Reinhard is silent. So if there are no further questions, then thanks a lot again, Christoph. And, my pleasure. Hope to see you soon in real life again. Other than that, I'll see you next year, probably in February. I hope so. Germany. Beim Weißbier. You better come back. Augustino. Thank you. Bye-bye. Wonderful. Then we move on und herzlich willkommen, Emmanuel. Wir haben uns, das gilt für dich das Gleiche wie für Christoph, auch wir haben uns lange nicht gesehen. Umso schöner, dich jetzt zumindest dann mal online wieder hier bei uns zu haben. Wir sind prima in der Zeit. Ich weiß, du hast uns auch immer viel mitgebracht und mitzuteilen. Ich würde jetzt ohne lange Vorreden sagen, Emmanuel, welcome. Und wenn du kurz was zu dir und GATC sagst, das wäre toll, damit diejenigen von uns, von unserem Audience, die dich noch nicht kennen, dich einordnen können. Und dann Bühne frei für Getting Started in America.
Genau, und dann machen wir noch einen kleinen Trommelschlag, nicht, damit sozusagen die Aufmerksamkeit voll da ist. Emanuel, ja. Ich freue mich drauf. Hallo, ihr könnt mich hören? Laut und deutlich. Okay, super, alles klar. Gut, dann herzlich willkommen erstmal aus dem sonnigen Atlanta. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Charlotte ist, aber hier ist traumhaftes Wetter heute. Sonniger. mein Name ist Emanuel Terski. Ich bin Vice President für Business Development bei GATC LP in Atlanta, Georgia. Wir betreiben und managen US-Niederlassungen von internationalen Unternehmen hier in den USA. Wir helfen also vielen europäischen Firmen hier beim Markteintritt, Marktausbau. Wir stellen hier ein komplettes Backoffice zur Verfügung samt Infrastruktur, machen das seit mittlerweile 37 Jahren. Ich selber lebe seit jetzt fast 16 Jahren in den USA, in Deutschland aufgewachsen, aber habe dadurch natürlich schon einiges an Erfahrungen sammeln können, was auch die transatlantischen Beziehungen und Unterschiede anbetrifft. Und ich werde Ihnen heute mal so ein bisschen durchführen, auf was man am besten achten sollte, wenn es beim Thema Markteintritt losgeht für Sie, und hoffe, dass das soweit informell ist. So, jetzt gucke ich mal eben, ich muss jetzt hier Screenshare machen. So. Share. So, funktioniert das? Da haben wir dich schon, ich kann dich sehen. Alles prima. Gut, aber ihr seht den Screen. Oder? Ah, Moment, ja. Du, jetzt passt. Gut. Wenn du die Präsentation startest, dann haben wir einen vollen... Genau, wir sehen momentan auch... Wunderbar. Okay, gut. Dann legen wir mal los. Also wir fangen meistens immer damit an, so ein bisschen über die typischen Schwierigkeiten und Risiken zu sprechen am Anfang. Wir stellen das ganz gerne anhand eines Eisbergs dar, weil das sind oftmals so diese ganzen feinen Unterschiede, die uns nicht bewusst sind. Wir kennen USA als... Touristenland, Medienland, viele von Ihnen waren bestimmt auch schon mal in den USA zum Urlaub, aber nicht alle haben auch in den USA schon mal Erfahrungen im geschäftlichen Bereich gemacht, und genau diese Dinge muss man einfach beachten, die sich unter diesem Eisberg oft befinden, ob es nun die rechtlichen Unterschiede sind, steuerliche Unterschiede, kulturelle und so weiter. Deswegen ist es auch immer empfehlenswert, dass Sie sich vorher informieren bei Experten, so wie jetzt hier auch in diesem Panel, dass man sich bei solchen Dingen einfach bewusst ist, auf was man sich einlässt, denn da gibt es doch sehr, sehr große Unterschiede. Angefangen mit den Vereinigten Staaten, die eigentlich gar nicht so vereint sind, wie viele immer denken. Wir reden hier auch meist von wirklich 50 einzelnen Ländern, also die Bundesstaaten, diese auch wirklich teilweise unterschiedliche Gesetzgebungen haben, unterschiedliche Steuersätze, auch ganz abgesehen von den geografischen Entfernungen. Das ist einfach eine andere Hausnummer, und das unterschätzen einfach viele am Anfang. Auch wenn es darum geht, so wollten sie sich niederlassen in den USA, in welchen Bundesstaat wählt man dann, da muss man dann auch einfach abwägen, was wirklich am meisten Sinn macht. Für die Europäer ist es eigentlich immer empfehlenswert, an der Ostküste sich niederzulassen, allein wegen der Zeitunterschied von nur 6 Stunden. Gehen Sie an die Westküste, haben Sie schon 9 Stunden Zeitunterschied, was dann auch die Kommunikation etwas erschwert. Dann stehen Ihre Mitarbeiter in den USA auf, dann sind Sie schon im Feierabend. Das ist also nicht immer so einfach, die Kommunikation dann aufrechtzuerhalten. Von daher sollte man das doch sehr wohl abwägen, wo auch dann der beste Standort letzten Endes ist. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir arbeiten mit sehr vielen Unternehmen zusammen und haben auch in den Jahren sehr viele Unternehmen kennengelernt, die es hier versucht haben, in den USA selber auf die Beine zu stellen, also den Markteintritt zu machen, und die dann doch oftmals vor größere Probleme gestellt worden sind. Hier haben wir jetzt einfach mal so ein paar typischste Fehler aufgezeigt, die einfach immer wieder vorkommen. Und muss man einfach ganz klar erwähnen, gerade dieses unprofessionelle Vorgehen von vielen, die dann auch teilweise, ich möchte jetzt mal vielleicht naiv ausdrücken, in die USA gehen. Sie mögen vielleicht sehr erfolgreich sein in Europa oder in anderen Märkten. Und wenn man dann denkt, dass das in den USA genauso funktioniert, also viele unterschätzen das einfach, dass man auch Erfolgsrezepte nicht einfach so übertragen kann. Ganz wichtig ist es hier, dass man sich wirklich den Marktgegebenheiten anpasst und dann dementsprechend auch Produkte daraufhin anpasst, sich der Kultur anpasst und so weiter.
Viele unterschätzen auch die Anlaufkosten. Ja, in den USA müssen Sie oder sollten Sie definitiv gerade am Anfang auch in den Marketing und den Vertrieb investieren. Und das sind dann oftmals Kosten, die man vielleicht vorher gar nicht so eingeschätzt hat. Es ist einfach ein sehr großes Land und um auch hier letzten Endes Ihre Marke zu etablieren, muss man investieren. Ich hatte es eben schon erwähnt, die geografischen Ausmaße sollte man immer bedenken. Auch was die Logistik anbetrifft oder auch Frachtkosten, wie auch immer. Da kostet es nun mal auch ein bisschen mehr, ob ich jetzt nun ein Paket oder eine Palette oder einen Container von Atlanta nach Charlotte schicke oder von Atlanta nach Chicago oder Los Angeles. Das sind einfach andere Ausmaße. Viele vertrauen auch dem lokalen Personal hier. Es ist oftmals das Problem, wenn man versucht, sollte man hier eine Niederlassung haben in den USA, das Ganze aus Deutschland zu managen. Wir sehen das ganz oft, dass dann hier zwar Personal eingestellt wird, die aber schwer zu managen sind von Europa aus und die dann auch durchaus oftmals misswirtschaften oder nicht alle Reporte regelmäßig an das Mutterhaus schicken und so weiter. Also da ist es wirklich wichtig, auch eventuell gerade am Anfang Personal aus Deutschland oder vom Mutterhaus mit abzustellen, um hier so ein bisschen ein Auge drauf zu werfen. Viele denken auch, die USA sind relativ unbürokratisch. Und das ist eigentlich der Gegenteil. Ich muss wirklich sagen, dass die USA teilweise bürokratischer sind als wir Deutschen. Das fängt gerade schon auf den lokalen Ebenen an, dass sie also hier nicht nur Unterschiede in den Bundesstaaten haben, sondern auch in den einzelnen Counties zum Beispiel. Und wenn Sie dann irgendwann mal eine Business-Lizenz beantragen müssen oder die verschiedensten Steuersätze berechnen müssen, das kann durchaus sehr kompliziert werden. Also da auch meine Empfehlung, sich da immer Experten mit ins Boot zu holen, die Sie dann auch beraten. Oftmals ist auch so mangelndes Marktwissen, dass wir vorher nicht die Zeit nutzen und uns den Markt genauer betrachten, auch analysieren. Ich komme da gleich noch drauf. Zum Thema Marktanalyse. Viele unterschätzen auch die Anlaufzeit. Also wir schätzen meistens immer für Unternehmen, die es richtig machen, dass es durchaus 3 bis 4 Jahre dauern kann, bis sie hier den Break-Even-Point erreichen. Das ist so ein Durchschnittswert. Mangelnde Bereitschaft zu investieren, gut, ich hatte es eben schon gesagt, man sollte schon versuchen, hier sich nicht in den Markt reinzusparen. Wir sprechen auch da oft von der schottischen Markteintrittsstrategie. Gerade am Anfang, das sollten Sie sich bewusst sein, dass Sie hier durchaus investieren müssen, um dann auch mittelfristig, langfristig erfolgreich zu sein. Und dann das Letzte noch, ganz wichtig, das ist dann auch Thema von Reinhard, der Vertragsleichtsinn. Bitte, bitte, wenn Sie hier mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, Distributoren, wie auch immer, und Sie Verträge unterzeichnen, lassen Sie das bitte vorher von einem Anwalt prüfen, denn da können Sie sich hier wirklich in die Nesseln reinsetzen. So, wir empfehlen immer am Anfang, also sollten Sie noch keine Geschäfte in den USA haben oder machen und Sie planen einen Markteintritt, dass Sie vorher eine Marktanalyse machen sollten, die auch heutzutage relativ simpel geht. Das muss nicht hochkompliziert sein. Vieles fängt mit der sekundären Recherche an. Das heißt, dass Sie sich wirklich schon Daten eigentlich quasi aus Ihrem Heimatland aneignen können. Google ist unser bester Freund. Sodass man sich einfach besser darauf vorbereitet, worauf man sich auch einstellen muss. Das kann dann darüber hinausgehen, dass man in die primäre Recherche auch reingeht, hier eventuell einige Besuche abhält in den USA, zu Nicht-Corona-Zeiten dann auch vielleicht Messen besuchen gehen oder auch die lokalen Kammern hier kontaktieren, die meistens auch sehr viele Informationen für Sie bereitstellen können und das auch kostenlos durchaus. Anhand dieser Marktanalyse können Sie dann natürlich auch ideal den Businessplan erstellen, der dann auch verschiedene Zwecke haben sollte für Sie. Auch ein wichtiges Thema, wenn Sie planen, Personal abzustellen in die USA und es um die Visa-Anträge geht, spätestens da müssen Sie auch einen Businessplan vorlegen. Und so ein Businessplan ist relativ simpel zu erstellen. Da kann man sich auch viele Vorlagen aus dem Internet rausziehen. Das müssen nicht 50 Seiten sein, wir gehen meistens nur so von 5 bis 10 Seiten aus. Aber insbesondere, wenn Sie dann wirklich einen besseren Überblick haben, das sollte Ihnen wesentlich helfen, wie Sie sich in den USA aufstellen, auch was die Vertriebswege anbetrifft.
hier ein kleiner Leitfaden von Dingen, auf die Sie sich einstellen sollten oder auf die Sie achten sollten. Ich hatte es eben schon gesagt, die Anlaufzeit, also da sollte man keine falschen Vorstellungen haben. Sie werden also nicht von heute auf morgen hier den Marktdurchbruch schaffen. Das bedarf schon ein bisschen Ausdauer. Definitiv ein Anpassungsvermögen ist sehr, sehr wichtig. Also kommen Sie hier nicht rüber und versuchen Sie, die Amerikaner katholisch zu machen, sondern hören Sie auf den Markt, was der Markt von Ihnen verlangt letzten Endes. Ja, ich bringe da auch oft als Beispiel, dass wir natürlich sehr, sehr stolz auch auf unsere Produkte sind und Sie mögen vielleicht Marktführer sein. Und wir gehen dann manchmal mit einer gewissen Arroganz hier in den Markt rein und versuchen, dem Amerikaner etwas zu verkaufen, was er eigentlich gar nicht haben will. Ja, wir sprechen da auch oft von diesem deutschen Overengineered. Für die Amerikaner gilt oft good is good enough und darauf sollte man sich einlassen. Ganz, ganz wichtig in den USA ist der Service, was viele unterschätzen. Das ist noch teilweise wichtiger als die Qualität und Preis der Produkte. Der Amerikaner verlangt von Ihnen, dass Sie hier einen Service anbieten. Ich sage auch immer, der Amerikaner, er hat kein Problem damit, sollten Sie mal ein defektes Produkt haben oder ob es technische Probleme gibt. Womit er ein Problem hat, wenn Sie sich nicht dann umständlich darum kümmern. Das heißt auch wirklich Service innerhalb von 24 Stunden. Das ist enorm wichtig für die. Die Ernsthaftigkeit ist auch wichtig. Sie sollten hier schon ein professionelles Auftreten haben. Das führt dann auch dazu, dass wir wirklich empfehlen, hier eine Niederlassung, also eine Dependance vor Ort zu haben. Das ist für den Amerikaner wichtig, dass er weiß, er hat hier jemanden von Ort, einen Ansprechpartner. Er sieht dadurch auch, dass sie investitionsbereit sind und es nicht ein Unternehmen ist, was nur irgendwo Übersee ansässig ist, wo der Amerikaner dann auch weniger Lust hat, irgendwelche ausländischen Telefonnummern anzurufen, wie auch immer. In Amerika ist es auch so, also egal, ob Sie an der Ostküste sind, an der Westküste, Hawaii oder Alaska, die amerikanischen Telefonnummern sind immer 10 Ziffern. Ja? Und das kennt der Amerikaner und nichts anderes. Und wenn dann eine Ziffer weniger oder mehr da ist, dann kann schon recht schnell dazu kommen, dass sie zurückhaltend sind, diese Nummer überhaupt anzurufen. Gut, das Investieren hatte ich schon erwähnt und Sie sollten hier auch immer sehr positiv und erfolgreich auftreten. Das ist sehr typisch amerikanisch, die können sich einfach sehr gut verkaufen und so sollten Sie auch hier in den Markt reingehen. Das heißt, immer irgendwelche Erfolgsstories verkaufen. So, der Leitfaden, eigentlich hat es gesagt, am Anfang empfehlenswert, eine Marktanalyse zu machen. Dann das Thema Absatzwege. Gut, da muss man abwägen, was für Sie letzten Endes am sinnvollsten ist. Machen Sie einen reinen Export, was natürlich auch durchaus möglich ist, dass man hier auch mit lokalen Partnern zusammenarbeitet. Ich hatte es angesprochen, Distributoren. Eine Kooperation ist auch eine Möglichkeit oder halt dann die Eigenregie in Form hier eine eigene Niederlassung zu gründen. Businessplan erstellen, hatte ich gesagt. Dann die Wahl des Standortes, auch ganz wichtig. Da weisen wir auch immer auf die gewisse Neutralität hin. Ich gebe da mal ein Beispiel, zum Beispiel Automobilindustrie. Sollten Sie also vielleicht ein Automobilzulieferer sein, würde ich also nicht empfehlen, sich in Spartanburg oder in Tuscaloosa oder wo auch immer niederzulassen, weil dort natürlich dann entweder Mercedes oder BMW sitzt. So die andere Seite wird dann, ich sag mal, eher ungerne mit ihnen Geschäfte machen, wenn sie halt bei deren Konkurrenten direkt im Vorort sitzen. Von daher sollte man immer gucken, dass man einen neutralen Standort wählt, was natürlich auch gute Verkehrsanbindungen hat. Und dann das Letzte ist dann noch das Thema Personal. Das ist immer eine sehr schwierige Komponente. In den USA, ich empfehle meistens immer dort einen Mix zu wählen. Das heißt also, wenn man Personal im Heimatland hat, das für gewisse Zeit abzustellen, aber mittelfristig definitiv Amerikaner einzustellen, gerade was das Thema Vertrieb anbetrifft. Denn da sind die Amerikaner einfach doch wesentlich besser für geeignet, weil es ihr wirklich ihr Heimatmarkt ist, sie sich mit der Kultursprache einfach besser auskennen. Da haben wir einfach zu oft erlebt, dass dann irgendwelche Vertriebler aus Deutschland hier rüber geschickt wurden, die aber überhaupt keine Erfahrung in den USA hatten und die hier wirklich keinen Erfolg dadurch hatten, weil sie sich auch einfach irgendwie nicht anpassen konnten. Also da wirklich empfehlenswert, hier Amerikaner einzustellen.
Hier noch eine kurze Checkliste, worauf man achten sollte, beziehungsweise was man vorher schon erledigen sollte. Das Thema Administration, Versicherungen, Christoph hatte eben schon drüber gesprochen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bevor Sie hier starten, das sollte vorher erledigt werden. Denn Sie wollen nicht das Risiko eingehen, vom ersten Tag an hier keine ausreichende Versicherung zu haben. Gucken Sie auch, was die Nomenklatur anbetrifft, Organisation und so weiter. Das Regulatorische, das geht dann auch wieder in Richtung Reinhard von Hennigs oder eines Anwalts, die richtige Wahl der Gesellschaftsform, da auch zu empfehlen, das eventuell mit einem amerikanischen Steuerberater auch vorher abzusprechen. Gucken Sie, dass Sie die richtigen Zulassungen, die Normen haben für die USA und dann Angebotsvertragswesen wiederum von der rechtlichen Seite her prüfen lassen. Thema Produkt, ganz wichtig, gucken Sie, dass Sie Ihre Produkte dem amerikanischen Markt anpassen, sofern notwendig. Wir haben da ganz viele Geschichten schon zu erzählen. Vielleicht kurzes Beispiel, ein ehemaliger Kunde von uns, ein Staubsaugerhersteller, hatten ja auch vor vielen Jahren angefangen in den USA und dann kam die erste Lieferung von 3 Containern aus Deutschland geschickt und dann ist uns dann aufgefallen, dass man nicht vorher daran gedacht hat, den Stecker dem amerikanischen Markt anzupassen, also Stromanschluss. Ja, das ist wirklich passiert. Das sind Kleinigkeiten, aber es ist einfach sehr ärgerlich, wenn man sowas vorher nicht bedenkt. Thema Bedienungsanleitung, auch ganz wichtig. Da würde ich definitiv empfehlen, hier eine amerikanische Übersetzungsagentur mit zu beauftragen, also nicht in Deutschland. In Deutschland sind wir eher dem britischen Englisch vertraut und da gibt es auch wiederum gravierende Unterschiede teilweise, die uns gar nicht so bewusst sind. Man kann auch darüber nachdenken, die Bedienungsanleitung schon in 3 Sprachen anzubieten, also Englisch und auch Spanisch. Denn Spanisch ist hier eigentlich die Hauptzweitsprache, in manchen Gebieten dann auch gegebenenfalls Französisch, je nachdem, ob sie auch in Kanada zum Beispiel verkaufen. Und ansonsten, ganz wichtig fürs Marketing, letzten Endes sollten Sie auf jeden Fall Ihre Marketingunterlagen oder reine Dokumentation veramerikanisieren. Ziel sollte es auch sein, hier so schnell wie möglich den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Aber das wird einfach ein bisschen Zeit brauchen, denn wenn Sie hier einfach eine große Unbekannte sind, dann wird das nicht von heute auf morgen passieren. So, Wege zur erfolgreichen Marketing, Kommunikation. Ich denke, es ist ganz wichtig, einfach sich bewusst zu sein, dass die Amerikaner nicht auf Sie gewartet haben. Das klingt zwar jetzt ein bisschen plump, aber machen sich da keine falschen Vorstellungen. Also nochmal, Sie können Marktführer sein in verschiedensten Märkten, können die besten Produkte haben, aber die Amerikaner haben auch die letzten 200 Jahre ohne Sie hier gelebt. Also sollten Sie nicht schon einen internationalen Bekanntheitsgrad haben, müssen Sie sich darauf am Anfang einstellen, dass man wirklich hier in das Marketing investieren muss, damit Sie auch hier wirklich wahrgenommen werden. Ganz wichtig, ich hatte am Anfang gesagt, dass man sich immer hier erfolgreich verkaufen sollte und das ist auch das A und O letzten Endes. Gucken Sie, dass Sie Ihr Unternehmen hier wirklich zur Schau stellen. Das ist enorm wichtig, das sollte immer erfolgsorientiert sein. Fokussieren Sie sich nicht auf Firmenhistorie, sowas interessiert hier eigentlich niemanden. Also wir Deutschen haben ja immer ganz gerne so eine ganze Historie, was wir alles schon in den letzten 100 Jahren gemacht haben. Das ist hier wesentlich unwichtig. Ja? Ganz wichtig, einfach hier ein selbstsicheres Auftreten zu haben. Man sollte natürlich nicht lügen, aber die Amerikaner sind sehr gut darin, sich einfach immer sehr positiv darzustellen, ob es nun persönlich oder das Unternehmen ist. Hier auch nochmal ein kleiner Unterschied im Werbebereich. Das können Sie aber dann auch auf Ihre eigene Marketingstrategie anwenden. Gucken Sie, dass Sie die Kommunikation in den USA sehr, sehr simpel halten. Ja, also sehr oft, dass wir in Deutschland sehr viele technische Begriffe benutzen und auflisten, was das Produkt alles kann. Das ist hier für die amerikanische Kultur eigentlich viel zu viel. Hier ist wesentlich wichtiger, das Erlebnis, die Emotionen, die ein Produkt auslösen können. Also auf der linken Seite sehen Sie hier also die deutsche Pampers-Werbung, auf der rechten Seite hier in den USA, nur als Beispiel dargestellt. Also gucken Sie, dass das auch alles nicht zu textlastig ist. Da wiederum normalerweise empfehlenswert, hier dann auch gegebenenfalls eine Marketingagentur damit zu beauftragen.
die sich einfach hier auch ein bisschen besser mit den Gegebenheiten auskennen, was gut in den USA funktioniert und was nicht. So, erfolgreiche Vertriebskonzepte. Hier haben wir einfach mal kurz dargestellt, die verschiedensten Möglichkeiten, wie sie sich in den USA aufstellen können. Ich hatte es erwähnt, der reine Export, das mag für einige gut funktionieren. Das kann man dann ja ganz gut eigentlich aus dem Heimatland steuern oder dort an einer Kooperation mit einem Distributor zu arbeiten. Der Vorteil dabei ist, dass es relativ einen niedrigen Investitionsgrad hat, also weniger Kosten für Sie. Der Nachteil ist einfach, dass Sie dann hier wesentlich weniger Einfluss auf den Markt haben. Es kann auch oft dazu kommen, dass Sie vielleicht später entscheiden, dann in den Markt reinzugehen. Da immer aufpassen, dass Sie dann auch keine Exklusivverträge zum Beispiel vorher unterschrieben haben, denn dann kann so ein Distributor Sie auch hier relativ einfach im Markt blockieren. Ja. Dann gut, gibt es die Lizenzierungsmöglichkeit Franchising. Das ist eher in den seltenen Fällen so, aber klar, in manchen Fällen Unternehmen entscheiden sich für diesen Weg, wenn es Sinn macht. Dann haben Sie noch die Möglichkeiten des Joint Ventures oder strategische Allianzen. Ist aus unserer Sicht weniger empfehlenswert. Wir sehen hier relativ viele Joint Ventures, die dann doch nach ein paar Jahren eher in die Brüche gehen und die also weniger von Erfolg gekrönt sind. Und dann natürlich die Möglichkeit der eigenen Tochtergesellschaft oder Niederlassung in den USA, was natürlich einen höheren Investitionsgrad hat, aber sie haben dadurch wesentlich mehr Eigenkontrolle hier in den USA. So. Ja, was sind die Vorteile der eigenen Niederlassung? Sie können hier dadurch wirklich dann halt den Service vor Ort anbieten. Ich hatte ja erwähnt, wie wichtig das für die Amerikaner ist. Sie haben eine sehr, sehr schnelle Reaktionszeit, also können wirklich hier teilweise innerhalb von 24 Stunden reagieren. Das ist natürlich nicht immer so einfach, wenn es auch um den technischen Service geht. Das ist natürlich ganz wichtig, aber im schlimmsten Fall können Sie natürlich dann Personal aus Deutschland entsenden, aber Sie haben hier zumindest schon mal einen ersten Ansprechpartner, der dem amerikanischen Kunden dann zumindest ein gewisses Sicherheitsgefühl gibt. Okay, man kümmert sich um mich, da ist jemand da, die Dinge werden erledigt. Sie sind hundertprozentig eigenständig, was Ihnen enorm helfen wird, dann hier auch letzten Endes Ihren Bekanntheitsgrad besser aufzubauen, denn Sie können über die Strategien entscheiden, die Preisfindung und so weiter. Sie können den Vertrieb dadurch wesentlich besser steuern, wenn Sie hier ein Team vor Ort haben. Das ist einfach so, es ist einfach verdammt schwierig, das aus Deutschland zu managen. Das Thema Ernsthaftigkeit, ich habe es gesagt, es macht einfach einen Unterschied, wenn der Kunde sieht, dass Sie hier auch eine Adresse haben, also eine physische Adresse, eine Telefonnummer und so weiter. Das gibt denen einfach dieses Gefühl, ja gut, da steht auch was dahinter. Ja, dann sind die schon eher bereit, mit ihnen in Geschäfte zu treten. Es kommt auch ganz oft vor, das hören wir immer wieder, dass man hier versucht, ja, Kunden zu finden oder Retailer oder Distributeure, die es einfach voraussetzen, dass sie hier wirklich eine Niederlassung vor Ort haben. Ansonsten fangen die erst gar nicht an, mit ihnen zu verhandeln. Die haben dann auch die Haftungsminimierung. Ich denke mal, das ist eher dann wieder Thema für Reinhard, der da auch schon drauf eingegangen ist oder da später noch drüber spricht. Die schnellere Markterschließung, denke ich mal, ist sehr wichtig zu erwähnen. Ich hatte das ja vorhin am Anfang ein bisschen dargestellt. Das ist dann doch einfach besser, wenn man hier dieses Team vor Ort hat und dann auch sich den Erfahrungswert hier besser aufbauen kann. Und sie sind natürlich auch durch die Anbindung wesentlich schneller im Land, als wenn Sie jetzt ständig irgendwelche Trips aus Deutschland planen müssen. Denn ja, ich hatte es gesagt, es ist ein sehr großes Land und wenn man hier zumindest eine Dependance hat, ist das doch wesentlich einfacher, dann das abzuwickeln. Das mit den Voraussetzungen hatte ich gesagt, dass halt viele potenzielle Kunden es wirklich doch eher voraussetzen, dass sie hier halt jemanden vor Ort haben. Der Nachteil, gut, es sind höhere Investitionskosten, die müssen natürlich dann eine andere Ressourcenplanung haben, gucken, dass sie auch an den richtigen Ecken und Kanten investieren. Da denke ich mal, gilt es, einen guten Mix zu finden. Stellen Sie sich auch gegebenenfalls auf Personalfluktuationen ein, sollten Sie Amerikaner einstellen. Thema Loyalität ist hier ein bisschen anders in den USA, also hier ist es nicht untypisch, dass
ein Mitarbeiter sie nach 2 oder 3 Jahren verlässt, weil sich für ihn eine bessere Möglichkeit irgendwo ergibt. Das ist gang und gäbe hier. Ja. Das kann am Anfang manchmal sehr frustrierend sein. Man kann sich aber auch ganz gut darauf einstellen, sofern man sich, sage ich mal, diesen Gegebenheiten ein bisschen angepasst hat. Deswegen sagte ich ja auch, ein guter Mix, eventuell Personal aus dem Heimatland von den Anfang mit rüberzubringen, um auch hier bessere Produktschulungen und so weiter anbieten zu können und dann die amerikanischen Kollegen hier zu trainieren, zu schulen. Gucken Sie auch einfach, was Sie als Unternehmen den Mitarbeiter hier anbieten können. Ja. Natürlich wollen die Amerikaner relativ viel verdienen, gerade im Vertrieb. Das ist also nicht untypisch, aber das ist auch immer eine Verhandlungssache. Ja, also hören Sie einfach dann letzten Endes auch auf die Kandidaten, was für die wichtig ist. Für manchen mag vielleicht wichtiger sein, 5 Tage mehr Urlaub im Jahr zu haben als $5.000 mehr Gehalt, wie auch immer. Da würde ich einfach schauen, was für beide Seiten am besten passt. Was wir oder wovor wir definitiv warnen, ich habe jetzt mal hier die Sparfuchs Inc. sozusagen dargestellt, die in diesen Fehler begehen einfach viele, die wirklich versuchen, sich hier ja, reinzusparen, die zwar Personal hier einstellen in Form von einer Person in den USA, also diese eine Mann-Show mehr oder weniger, der dann oder die dann hauptsächlich für den Vertriebsplatz zuständig sein soll, aber nebenbei sich auch noch so ein paar andere Dinge kümmert oder kümmern soll, ob es dann nun der Customer Service ist oder ein bisschen Auftragsabwicklung machen, die Administration, dann gut, am Anfang, man ist noch nicht so groß, dann kann man das ja auch selber einbuchen ins ERP-System, wie auch immer. Das Problem ist dann, wenn das wirklich von einer Person alles gemanagt werden soll, dass diese Person dann oftmals am Ende des Tages nur noch 20%, nur als Beispiel, dafür hat, sich wirklich um den Vertrieb zu kümmern. Und man wundert sich dann, wieso man hier nicht vorankommt. Also davor kann ich nur warnen, das machen leider sehr, sehr viele, die dann wirklich hier einen, ja, was weiß ich, VP of Sales einstellen, aber der nebenbei so alles von zu Hause aus machen soll. Dann der andere Fehler, den viele begehen oder was zumindest nicht empfehlenswert ist, ist, wenn man sich hier dezentral aufstellt. Das heißt, sollten Sie hier eine Niederlassung haben oder nicht, aber Sie sagen, gut, ich arbeite mit verschiedenen Partnern zusammen, was auf der einen Seite gut ist, wenn diese Partner sehr dezentral im Land zum Beispiel verteilt sind. Mag dann sein, dass Sie irgendwo ein Lager in Chicago haben, dann haben Sie ein administratives Office vielleicht in South Carolina, habe ich da jetzt, glaube ich, als Beispiel genommen, haben Sie vielleicht eine Buchhaltungs-, also eine Firma, CPA-Firm in Florida, dann haben Sie vielleicht noch eine HR-Agentur in Texas sitzen und so weiter. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass die Kommunikation dann natürlich sehr, sehr schwierig ist und das Ganze zu steuern, letzten Endes zu managen, auch wenn es Partner sind, ist einfach sehr schwierig, wenn die in unterschiedlichen Orten verteilt sind. Darauf kommen wir dann eigentlich auch auf GATC, was wir letzten Endes anbieten als Alternative. Das ist einfach eine, ich sag mal, Mischung letzten Endes, dass Sie sagen, ja, ich gehe den Weg einer Niederlassung in den USA und suche mir einen Partner, der letzten Endes all diese Dinge für mich erledigen oder abwickeln kann. Und genau das ist, was GATC letzten Endes macht. Ja, also Sie gründen hier eine Niederlassung. Das komplette Backoffice kann oder wird von uns dann abgewickelt. Also sehen Sie hier, ob es jetzt die Operations sind, das Management, Finance, Buchhaltung, Human Resources, Logistik, die Auftragsabwicklung und. Und Sie können sich dann voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren, also letzten Endes den Vertrieb und das Business Development hier in den USA. Das hilft einfach sehr vielen Unternehmen, gerade am Anfang, weil sie sich nicht um diese, ich sag mal, kleinen Dinge kümmern müssen. Das wird alles erledigt für sie und können dann so auch eigentlich schneller in den USA wachsen. Das kann dann später dazu führen, dass man dann gewisse Bereiche irgendwann selber übernimmt. Das kommt immer drauf an. Und wir haben also zurzeit 30 Kunden, die wir hier betreuen. Wir haben viele Kunden in den USA, die schon seit mittlerweile 18 Jahren bei uns sind, in verschiedensten Formen.
Und das hat also für sie sehr, sehr gut funktioniert bisher. Und so sehe dann auch zum Beispiel ein Organigramm aus, was wir Ihnen anbieten. Ich denke mal, hier ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ich hatte ja gesagt, gucken Sie, dass Sie hier keine Ein-Mann-Show sind, weil ja, das kommt natürlich nicht sehr ernsthaft oder professionell rüber, wenn man hier eine Person im Homeoffice hat, die dann vielleicht ein paar Produkte aus der Garage ausliefert, wie auch immer. Sie können dann, sollten Sie mit GRTC zusammenarbeiten, unser Personal stellen wir Ihnen quasi zur Verfügung. Das heißt, Sie können auch in den Markt reingehen und sagen, so, ich habe hier in den USA, in Atlanta genauer gesagt, ein Team von 20 Personen. Die sind zwar nicht bei Ihnen auf der Payroll drauf, aber sie vertreten Sie sozusagen hier im Markt. Und das kommt natürlich dann sehr positiv rüber. Das zeigt, dass man hier eine gewisse Substanz auch hat, die dahinter steht, was dann wiederum Ihnen helfen sollte, hier wirklich auch mittelfristig erfolgreich zu sein. Hier nochmal ganz kurz dargestellt Ihre Vorteile letzten Endes. Bei uns haben Sie eine sehr hohe Flexibilität, denn Sie suchen sich letzten Endes die Services aus, die Sie wirklich nur benötigen. Wir sagen oftmals, gut, am Anfang, da braucht man nicht unbedingt einen ganzen Buchhalter, der 40 Stunden die Woche arbeitet, dann braucht man vielleicht ein Zehntel davon und zwei Drittel Customer Service, wie auch immer. Und so bauen wir das auch auf. Wir stellen letzten Endes nur die Ressourcen zur Verfügung, die Sie zum Zeitpunkt X benötigen. Das Ganze ist sehr gut skalierbar. Das heißt, wächst Ihr Unternehmen, fahren wir einfach die Ressourcen weiter mit nach oben. Umgekehrt genauso jetzt auch in diesem Jahr in Corona-Zeiten, wo sich viele Unternehmen, auch unsere Kunden, leider den Bedingungen anpassen mussten und das operative runterfahren mussten, weil es sind externe Faktoren, die man leider nicht ändern kann. So können wir dann auch relativ unkompliziert die Ressourcen dementsprechend für diese Unternehmen runterfahren, ohne dass sie hier selber irgendwo Personal zum Beispiel abbauen müssen oder dass sie in irgendwelchen Mietverträgen länger festhängen. Das hat natürlich dann auch einfach einen Kostenvorteil letzten Endes, dadurch, dass sie letzten Endes ja, wie gesagt, immer nur einen Teil der Ressourcen in Anspruch nehmen. Ich vergleiche das auch mal, sagen wir gut, Sie mieten sich ein Lagerhaus, ein Office hier an, was aber vielleicht nur 20% ausgelastet ist. Ja, da wird der Vermieter Ihnen jetzt auch keinen Nachlass geben, denn diese Investitionen sind einfach nur mal da. Thema Personal, ich hatte es gesagt, das ist vorhanden. Wir sind mehrsprachig hier, also die meisten von uns zumindest, was natürlich gerade für unsere deutschen Kunden ein großer Vorteil ist. Sie minimieren dadurch Ihr Risiko auch einfach, denn Sie können hier wirklich schrittweise wachsen und dann später das dann selber übernehmen. Und das Schöne letzten Endes, Sie haben hier eine komplette Infrastruktur, die bereits vorhanden ist, also inklusive Büromöglichkeiten und auch Lagermöglichkeiten. Und das war's. Ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Du bist tipptopp in der Zeit, Emanuel. Ja. Vielen Dank für deine Präsentation. Gibt es irgendwelche Fragen? Ansonsten, ich weiß nicht, schicken wir die Präsentation an die Teilnehmer raus auf Anfrage? Das macht ihr dann, denke ich mal, ne? Das machen wir. Okay. Wir werden das diesmal in einem kleinen Buch zusammenfassen sogar. Also dir erstmal ganz herzlichen Dank. Schöne Präsentation, auch umfassend. Danke auch für den Reminder. Ich als Jurist, als Anwalt, schaue ja bei der Niederlassung auch gerne auf die haftungsbeschränkenden Wirkungen. Da gibt es mehr zu sagen. Das hast du prima zusammengefasst aus meiner Sicht. Ja, danke dafür. Gibt es, ich schaue jetzt nochmal in den Chat, ob es da noch Fragen gibt. Das ist, glaube ich, nee, ist im Moment gerade nicht der Fall, weil ich, wenn ich nicht gerade was übersehe. Dann erstmal noch herzlichen Dank, Emanuel. Mhm. Wenn noch Fragen kommen, bitte, die Möglichkeit besteht noch. Ansonsten würde ich einen einzelnen Punkt bei dir nochmal aufgreifen und freue mich dann auf die sich daran auch anknüpfenden weiteren Ausführungen von Reinhard, den wir wieder zurück begrüßen dürfen. Du hast ihn schon hingewiesen auf die aufs Manual, auf die Produktbeschreibung. Hast schon gesagt, Obacht bei der Übersetzung. Ich glaube, da gibt es noch mehr, worauf man achten muss. Ich denke an unsere lustigen Piktogramme und nutze das jetzt als Überleitung auf unseren
auf unsere final presentation für heute und darf Reinhard zurück begrüßen und dir das Wort geben zum Thema Product Liability, Produkthaftung, eines der Top-Themen, über die man sich Gedanken machen muss auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. Bitte, Reinhard. Du bist noch auf Stumm. Okay, vielen Dank, Andreas. Thank you, Christoph. Thank you, Emanuel. Es war wunderbar, nach euch sozusagen den Lumpensammler zu spielen. Denn nachdem, was Christoph, whatever you open the door with and whatever, Emanuel, you continued, it's hard for me to top that. But let me try to top it with the ongoing question. What is really product liability or more important, how can you avoid it? Und damit bin ich beim Thema der Produkthaftungs- und der Strategie der Vermeidung. Und die gute Nachricht ist, wer eben es nicht geschafft hat, mein Büchlein zu gewinnen, der hat jetzt die letzte Chance in diesem Jahr. Denn wer gleich meine Fallfrage richtig beantwortet, bekommt das Buch. Ich freue mich auf das Feedback und wer es bekommt, doch bitte seid so nett, sagt mir ein kurzes, wie es euch gefällt. Gerne direkt, gerne über Social Media. Whatever it takes, es freut mich zu hören, dass es gut angekommen ist. Fangen wir an mit der Frage, und da bin ich jetzt fast wie bei der Feuerzahnbulle, da stellen wir uns mal ganz dumm, was ist denn ein Produkt? Und ein Produkt ist letztlich alles, was es sein kann. Das fängt bei dem Produktdesign an, geht weiter über die Nutzeroberfläche, geht weiter über Warnhinweisungen, Informationen, die Verpackung mit anderen, alles, was man sich vorstellen kann, das ist ein Produkt. Und da fällt mir auch gleich der eine lustige Fall ein, dass vor vielen Jahren einmal ein Helm verkauft wurde und jemand glaubte, er könne diesen Helm kaufen, weil dieser Helm doch auf dem Kopf einer Person sich befindet, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Dumm nur, dass es sich hierbei um einen Militärhelm handelt, denn in Amerika gibt es ja manchmal paramilitärische Einheiten, die aus Spaß an der Freude Krieg spielen und deswegen kann man auch solche militärischen Helme sich einkaufen. Und dieser militärische Helm, der auf dem Kopf einer jungen Rekrutin aufgesetzt war, wurde von jemandem versehentlich als ein Fahrradhelm angesehen. Und dieser Fahrradhelm führte dann genau zu dem, was es führen sollte. Nachdem es einen Unfall gab, nahm der Fahrrad nicht den Sturz so auf, wie man das bei einem Fahrradhelm sich vorstellt. Und die Frage war, haftet der Hersteller dieses militärischen Helms dafür, dass er den Helm auf den Kopf eines Fahrradfahrers gesetzt hat? Und die Antwort ist natürlich ja. Denn wenn ich eine Werbung mache mit Verpackungsmaterialien, dort erkennbar mache, dass jemand auf einem Fahrrad sitzt, dann kann ich auch davon ausgehen, dass dieser Mensch in der Lage ist, das Fahrrad fahren oder dass dieser Helm in der Lage ist, dem Fahrradfahrer vernünftig zu helfen. Und insofern ist ein Produkt letztlich alles, was der Kunde sieht oder anfasst. Und damit gehen wir zur Frage über, wie denn die Produkthaftungssituation aussieht. Wir brauchen, und damit sind wir wiederum ähnlich wie in Deutschland, wir brauchen ein fehlerhaftes Produkt. Ein fehlerhaftes Produkt ist fehlerhaft, wenn es falsch entwickelt wurde, der Designdefekt, wenn es falsch hergestellt wurde. Heute hat es einfach ein Problem gegeben. Das ist das, was mein Großvater immer mit dem Montagsauto beschrieben hat. Und als Kind es mich unglaublich amüsiert hat, dass er immer darauf geachtet hat, festzustellen, ob das Auto, das er nun bekommen hat, an einem Montag hergestellt wurde oder nicht, weil er der Meinung war, dass am Montag alle Autos kaputt sind, weil nämlich die Mitarbeiter vom Wochenende zurückkommen und entweder noch mit Gedanken am Wochenende sind oder nicht richtig ausgenüchtert sind oder was auch immer. Heutzutage in einer Produktionssituation von 24/7 wohl nicht mehr das Thema. Und das dritte Thema ist mangelhafte Aufklärung, Failure to Warn. Das ist die Definition für ein fehlerhaftes Produkt. Man braucht dann genauso einen Schaden. Und Sie ahnen es nicht, wie oft ich einen Anruf bekomme von einem Mandanten, der mir sagt, da beschwert sich gerade jemand bei uns, dass das Produkt ihm beinahe einen Schaden hat zukommen lassen. Und das ist doch so schrecklich gewesen. Und deswegen gäbe es einen Anspruch, wo ich sage, nur wer einen Schaden hat, hat auch die Möglichkeit, einen Schaden durchzuschätzen. Und wer keinen Schaden hat, nun denn, der hat halt keinen Schaden und damit auch keinen Schadensersatzanspruch. Wir brauchen eine Kausalität und das Ganze muss zurechenbar sein. Und nur wenn diese vier Definitionen zwischen fehlerhaftem Produkt, einem Schaden, einer Kausalität und der Zurechenbarkeit da ist, nur dann habe ich eine tatsächliche Haftung. Ich komme noch einmal zurück auf das fehlerhafte Produkt. Der Bereich des Design-Defekts ist heutzutage eigentlich kontrolliert. Produkte sind nicht mehr fehlerhaft.
oder nun denn, das Ready-to-Market ist ja eines der großen amerikanischen Themen. Wie schnell habe ich das Produkt auf dem amerikanischen Markt? Deswegen kann es sein, dass Design-Defekte nach wie vor eine Rolle spielen. Fabrikationsfehler im Sinne des Manufacturing-Defekts eher unwahrscheinlich. Warum? Weil die Qualitätskontrollen heutzutage so viel besser geworden sind und auch zugleich durch die Mischung zwischen Mensch und Maschine die Abstimmung sehr viel besser geworden ist. Deswegen sind die häufigsten Risiken, die für einen als Unternehmer kommen, die Failure to Warn, also eine falsche Aufklärung, die falschen Gebrauchsanweisungen. Und genau das ist das Thema. Etwa 60% der Klagen heutzutage, die auf Produkthaftung aufbauen, sind im Bereich Failure to Warn. Die übrigen 20% verteilen sich in 40% verteilen sich in 20% Design Defekt und 20% Manufacturing Defekt. Ganz grob gerundet, aber die gute Nachricht ist, etwa 60% aller Fälle sind in ihrer Kontrolle. Warum? Weil die mangelhafte Aufklärung etwas ist, was man selbst in die Hand nehmen kann. Und genau darum geht es bei der weiteren Präsentation. Im gewissen Sinne ist es ja wie bei den Pinguinen, die sich sagen, it's a jungle out there. Wenn man die ganzen Warnhinweise sich vor Augen führt, wenn man sich anschaut, wo hier alles Warnungen ausgesprochen werden, und Sie wissen es vielleicht aus Amerika, wo auf den Bildschirmen was draufsteht, was mit Bildwirkung zu tun hat, wo auf den Fenstern, wo auf den Spiegeln in den Autos draufsteht, dass die Dinge dichter dran sein können, als man glaubt, wo auf den Klappen im Auto draufsteht, dass doch gewisse Airbags im Auto sind. All das sind Probleme, wo die Warnhinweise teilweise schon so sehr dominieren, dass man vor lauter Warnhinweisen das Produkt gar nicht mehr sieht. If you ask me, the constant fear of litigation is taking the fun out of life, sagte eine Pinguin zum anderen. Im gewissen Sinne mag das vielleicht schon recht haben und im gewissen Sinne mag es vielleicht auch stimmen. Denn, und das ist etwas, womit ich gleich mal weitermache, vor vielen Jahren hatte ich einmal die Gelegenheit, bei einem Produkthaftungsseminar der Deutschen Botschaft in Washington eingeladen worden zu sein. Und der Redner dort begann seinen Vortrag mit den Worten, die amerikanische Produkthaftung erinnert ihn an ein kleines Kind, das dumm geboren, verantwortungslos erzogen ist und nichts dazugelernt hat. Und entsprechend, wenn ich weiß, dumm geboren, verantwortungslos erzogen und nichts dazugelernt, weiß ich, dass dieses auch die Grundlagen sind, wie ich meine Warnhinweise anpassen sollte. Und damit kommen wir zum Thema Warnhinweise. Der kundige Betrachter wird sehen, dass die Hälfte der Warnhinweise auf der Tabelle, nämlich diejenigen, wo ISO drunter steht, doch irgendwo vertraut sind. Die auf der anderen Seite, da wo ANSI drunter steht, die sehen irgendwie komisch aus und die Nachricht an dieser Stelle ist, das sind amerikanische Warnhinweise. Und wenn es ein Takeaway gibt, wenn es eine Sache gibt, die ich Sie bitte heute mit nach Hause zu nehmen und in die Arbeit zu nehmen, um Ihrem Designteams zu sagen, Leute, da müssen wir was ändern, dann ist es dies. Bitte passt die Warnsymbole von den amerikanischen Warnsymbolen auf die amerikanischen Warnsymbole an. Warum? Der amerikanische Nutzer kennt nur amerikanische Warnsymbole. Selbst wo ISO wie international draufsteht, ist nicht international drin, denn die Amerikaner haben ihre eigenen Regeln. Und das American National Standards Institute, wofür ANSI steht, ist ähnlich dem vergleichbaren Institut für Normung in Deutschland, ist aber genau das, was es ist, nämlich ein amerikanisches Produkt. Und damit decken sich die Bilder nicht den Bildern, wie man sie kennt. In den Symbolen gibt es, genau wie wir es aus Europa auch kennen, drei verschiedene Strukturen. Das eine ist der Hinweis auf eine Gefahr, auf amerikanisch Hazard, wo dahinter ein Hinweis verbunden ist, dass ein gewisses Produkt auf eine gewisse Art und Weise fehlerhaft ist und genau diese Fehler dazu führen, dass man bei einer Missachtung dieser Hinweise eine Gesundheitsgefährdung hat. Dem ist abzugrenzen die Prohibition, das Verbotswort. Achtung, Stopp, nicht machen. Das kann ins Auge gehen. Das kann ein Problem sein. Also eine Handlung, die man nicht machen soll. Und die dritte Kategorie sind der verpflichtenden Empfehlungen, was dann auf schön amerikanisch mandatory heißt. Nämlich Handlungen, die man machen sollte, um eine Gefahr zu vermeiden. Nachdem ich in Kontakt getreten bin mit dem gefährlichen Produkt, Hände waschen, um dieses Produkt loszuwerden, um diese Gefahr loszuwerden. Gleichwohl sind bei den ANSI-Vorgaben auch die Kategorien Wort und Bild gleichermaßen abzudecken. Es gibt ein Signalwortfeld, das einem ein Signal gibt. Es gibt ein Textfeld. Es gibt ein Nachrichtenfeld, wo drin steht, was man denn nicht machen sollte oder warum nicht. Verbunden mit einem Symbol und immer zu empfehlen,
der Rahmen drumherum. Und ein solches ANSI-Sicherheitsetikett besteht aus diesen 5 Bestandteilen. Wir helfen gerne unseren Mandanten dabei, diese Sicherheitsetiketten richtig zu entwerfen, um auch sicherzustellen, dass wir die Dinge so erklären, wie der Amerikaner sie erklärt benötigt. Warum ist das relevant? Ich denke, Sie wissen, dass es in Amerika bei weitem nicht ein duales Ausbildungssystem gibt, wie wir es aus Deutschland kennen. Das heißt, der Maschinenführer, der in Deutschland nach einer 3-jährigen Gesellenausbildung jetzt die Maschine führen darf, den gibt es in den USA nicht. Und weil es diesen Maschinenführer nicht gibt, weil es diesen Experten nicht gibt, deswegen muss man bei der Erklärung jedem es so erklären, wie als wenn man es mit einem kleinen Kind zu tun hat. Und damit ist die Erklärung von vielen Computersachverständigen auf der Hotline, wenn man ein Computerproblem hat, auch immer so. Erste Frage, ist der Computer eingeschaltet? Und genauso mit dieser Denke muss man jeden dort abholen, wo er oder sie ist, nämlich auf Stufe 0. Und da gilt natürlich das Motto, viel hilft, viel nicht. Ich kann nicht überall Danger draufschreiben, weil dieses den Kunden, den Nutzer, den Anwender auch verwirren könnte. Und ein solches Draufschreiben bedeutet, dass ich bei der Frage, wie stufe ich das ab, eine Art Entscheidungsdiagramm vor mir haben kann. Dieses Entscheidungsdiagramm geht um die Frage, und ihr seht es, ist eine Körperverletzung wahrscheinlich, ja oder nein? Wenn sie nicht wahrscheinlich ist, dann reicht das Wort Vorsicht aus oder beachte im Sinne von Notice. Wenn es eine wahrscheinliche Körperverletzung ist, ist die Frage, ist sie tödlich oder ernsthaft? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Wort Caution ausreichend. Wenn eine tödliche oder ernsthafte Verletzung wahrscheinlich ist, ist die nächste Frage, ist die Unfallwahrscheinlichkeit hoch oder nicht hoch oder ziemlich sicher oder wahrscheinlich? Und damit bin ich bei dem Bereich drin, muss ich das Wort Warning benötigen. Und dann ist die letzte Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer tödlichen oder ernsthaften Verletzung? Und wenn dieses hoch und ziemlich wahrscheinlich ist, dann ist das Wort Danger das Richtige. Mit anderen Worten, ich habe eine unmittelbar gefährliche Situation, die tödlich sein kann, dann ist es eine Danger. Alles andere ist eine Warning auf eine möglicherweise gefährliche Situation, Caution beziehungsweise dann ein einfacher Notice-Hinweis. Und hier gilt der Grundsatz, nicht viel hilft viel, nicht überall alles draufkleben, sondern einfach es dabei ruhen lassen. Es gab einen Menschen mit Namen Herrera, der einen Leiterhersteller verklagt hat. Und dieser Leiterhersteller hatte das Problem, dass er viel zu viele Warnhinweise aufgeklebt hatte. Das Gericht hatte dann zu entscheiden, sind diese viel zu vielen Warnhinweise zu viel und wie viele Warnhinweise sind genug? Und aus dieser Entscheidung heraus folgere ich, dass ich bei meiner Beratung es immer so mache, zu sagen, liebe Mandanten, achten Sie darauf, achtet darauf, dass nur die wirklich notwendigen Hinweise drauf sind. Denn ich möchte nicht der nächste Fall sein, wo mein Name bekannt ist. Denn in Amerika werden bekanntermaßen die Fälle mit den Namen der Parteien veröffentlicht. Und so gerne man berühmt sein möchte, möchte man doch nicht berühmt sein in dem Bereich, wo das eigene Produkt auf einmal Gegenstand von umfangreichen Diskussionen ist. Wie sieht eine solche hübsche Warnung aus? Es geht darum, die Gefahr zu beschreiben. Ich habe hier einmal ein Beispiel gewählt, wie man ein solches Rückenproblem, wie man ein solches Lendenwirbelsäulenproblem, wie man ein normales Problem, das Bereich dadurch ist, dass schwere Produkte angehoben werden müssten, wie dieses abgefedert werden kann. Ich beschreibe die Gefahr. Ich mache ein Symbol für die Gefahr. Es kann im Rücken ein Problem geben. Und ich gebe den Hinweis Caution. Warum? Weil es nicht tödlich sein kann. Und erkläre dann, worum das geht. Bend your knees and not your waist when lifting. Das, was also mit anderen Worten der deutsche Arbeitsmediziner einem immer erklärt, das Heben nicht aus dem Rücken, sondern aus den Knien die Lebensdauer des Rückens deutlich verlängert. Avoid twisting, also mit anderen Worten sich nicht komisch verdrehen und verrücken. Warum? Weil genau dieses wieder in den Rücken gehen kann. Und, wer sollte es denn glauben, Hilfe suchen ist durchaus etwas, was auch der starke Mann machen kann oder sollte, denn gemeinsam sind wir umso stärker. Deswegen sind in diesen kurzen Sätzen, und ich weise darauf hin, kurze Sätze, avoid twisting. Kurze Sätze, Hilfen der Verständlichkeit. Und so haben wir jetzt
mit einem Bildchen, einem Caution Warnhinweis und kurzen Sätzen genau das, was wir haben wollen, nämlich eine klare und nicht missverständliche Situation. Und wenn ich jetzt sage, nicht missverständlich, wer ist denn der Leser, den ich im Kopf habe? Und mal andersrum gefragt, wie viele von Ihnen lesen sich denn die Produktwarnhinweise regelmäßig durch? Angenommen, ihr kauft ein neues iPhone, lest ihr die Warnhinweise durch? Angenommen, ihr kauft eine gewisse Maschine, lest ihr alle Warnhinweise durch? Und die meisten werden mit Nein antworten. Jedenfalls nicht alle, nicht immer. Und je jünger die Generation werden, da kann man auch mal die Frage stellen, mal die eigenen Kinder oder je nach Alter vielleicht die eigenen Enkel zu fragen, wie oft lest ihr euch diese Warnhinweise durch? Und je mehr man im Alter nach unten geht, je jünger die Menschen werden, umso weniger werden solche Warnhinweise durchgelesen. Daraus folgen zwei Dinge. Das eine ist, auch darüber nachdenken, Warnhinweise über YouTube-Videos einzustellen, weil YouTubes besser angegriffen werden, besser aufgegriffen werden, besser wahrgenommen werden als Texte. Mal ehrlich, Hand aufs Herz, wer von euch hat sich schon mal ein YouTube-Video angeschaut, um zu verstehen, wie man irgendein Produkt zusammenbastelt? Oder wer hat das versucht, durch das Blättern im Manual zu machen? Das zweite Thema, das damit Hand in Hand geht, ist genau die Frage andersrum. Wenn ich natürlich weiß, was meine Warnhinweise sind, dann habe ich damit, was ich aufdrucke, nicht den Nutzer im Kopf, sondern die Jury. Ihr erinnert euch an den Vortrag zum Thema Prozessrecht, dass die Jury diejenige ist, die über die Gefahren eines Produkts was zu sagen hat. Die Jury ist auch diejenige, die sich anschaut und sagt, ist dieses Produkt jetzt gefährlich? Und je mehr eine schlaue Jury davon überzeugt wird, dass mit diesen Warnhinweisen ganz klar erkennbar ist, es hätte man doch verstehen können. Das war doch klar und deutlich. Umso mehr hat man die Jury auf der eigenen Seite. Insofern ist mein zweiter Takeaway heute, immer die Jury bei der Gestaltung von solchen Warnhinweisen im Kopf haben, weil die Jury letztlich diejenige ist, die darüber entscheidet, ob ein Produkt fehlerhaft ist, ob ein Warnhinweis fehlerhaft ist oder nicht. Wie müssen die ANSI-Warnungen angesetzt werden? Auffällig durch Design und Platzierung. Sie müssen dauerhaft sein, das heißt, sie müssen letztlich die Produktlebensdauer überleben. Wenn also ich ein Produkt habe, das ganz stark im Außenbereich eingesetzt wird, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass die UV-Lichteinflüsse meinen Aufkleber nicht nach 5 Jahren verblassen lassen. Denn mit dem verblassten Aufkleber verblasst auch die Wahrnehmung der Warnhinweise. Wir empfehlen auch, darüber nachzudenken, gewisse Produkte bilingual zu machen. Ich glaube, wir hatten vorhin schon uns über die Trilingualität unterhalten. Bilingual heißt für mich, dass man es zumindest auf Spanisch versucht. Trilingual, wenn man versucht, den nordamerikanischen Markt, früher hieß es ja NAFTA, heute heißt es USMCA, dass man damit auch den französischen Markt abdeckt. Möglicherweise findet man eine Lösung, dass man das Produkt auf Abziehbildchen macht, dass man eben das vorne auf Englisch drauf macht. Und wenn man dieses Warnhinweis dann wegrollt, dass man dann dahinter das auf Französisch und auf Spanisch hat. Und man sollte es standardisiert machen, das heißt die Übereinstimmung mit den EU-Standards auf den amerikanischen ISO-Standard übertragen. Und jetzt gilt der Grundsatz, sehen, lesen, verstehen. Und ich verweise hier auf das, was man in der Journalistenschule immer als Bildzeitungsniveau beschreibt. Je kürzer die Warnhinweise sind, umso größer ist die Lese-, Seh- und Verständniswahrscheinlichkeit. Deswegen, 5 Wortsätze sind besser als 7 Wortsätze. 7 Wortsätze sind besser als extrem verschachtelte lange Sätze, die einen wunderbaren grammatikalischen Regeln folgen, aber unterm Strich von keinem verstanden werden. Sie verstehen wenig oder nichts. Kurz, prägnant und auf den Punkt gebracht ist genau das Thema. Deswegen empfehlen wir auch, die Gebrauchsanweisungen auf Warnhinweise abzustimmen. Mit anderen Worten, die Warnhinweise im Kopf haben und dann auf den Warnhinweis die Gebrauchsanweisung aufbauen und nicht umgekehrt. Denn wenn ich anfange, als Techniker mein Produkt zu erklären, dann bleiben die Warnhinweise auf der Strecke. Und das gilt es zu vermeiden. Wir empfehlen auch immer, Reparatur- und Instandhaltungswarnweisungen anbeizufügen. Warum? Wenn ich weiß, wie ich ein Produkt bediene, aber nicht weiß, wie ich ein Produkt repariere, dann kann genau die Reparatur meines Produkts den Fehler auslösen, der dann nachher zum Schadensersatzverfahren führt. Und damit
ist es für mich auch die Frage, dass diese Herstellersorgen immer sich darauf ausdrücken, wie kann ich mein Design so fest integrieren, dass mein Design mit dem Produkt auch erkennbar ist und damit die Sicherheit auslöst. Wir haben hier einmal als Beispiel eine wunderhübsche deutsche Erklärung, wie denn ein Kindersitz im Auto zu fixieren ist. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wer von euch macht sich den Spaß, gerade dieses komplett durchzulesen? Achtung, Achtung, Sicherheitshinweis. Und vielleicht dazu ein amerikanisches Kindersitzprodukt. Es ist vielleicht nicht zwingend, dass man sich alles anschaut, aber wenn ich weiß, ich habe ein sehr klares Warning-Hinweis, wo es heißt, failure to follow these warnings can result in serious injury or death. Damit habe ich doch eigentlich genau die Frage geklärt, was muss ich als Elternteil machen, damit mein Kind nicht gefährlich verletzt wird oder gar stirbt. Und genau das ist der Unterschied zwischen einer deutschen Bleiwüste und einer amerikanischen übersichtlichen Struktur. Insofern ist auch die Lesbarkeit durch optische Module ein relevantes Thema. Und wir arbeiten für unsere Mandanten oft und gerne zusammen Hand in Hand mit Übersetzungsbüros und Designbüros, dass wir die Rechtstipps geben, die dann vom Übersetzerbüro mit dem entsprechenden Praxistipps, wie man das Produkt bedienen muss, versehen werden. Und gemeinsam arbeiten wir dann mit dem Designteam und haben da durch dieses Hand-in-Hand-Gehen von Inhalt und Design genau das erreicht, was wir erreichen wollen, nämlich die Haftungsreduzierung. Die Gebrauchsanweisungen haben einen Zweck und eine Zielgruppe und ich hatte mich schon eben über die Zielgruppe unterhalten. Die Zielgruppe ist natürlich auch eine Zielgruppe, die sich nach Alter, Bildung, Geschlecht und so weiter auch anders darstellt. Das heißt, man muss auch darauf achten, welche Verbrauchsverhalten hat denn diese Zielgruppe. Und ich empfehle immer, wenn man im Sommer mal ein Praktikum anbieten möchte, gerne auch an einen Gymnasiasten oder an einen Highschool-Kid in Amerika, zu sagen, mach doch mal 2 Wochen lang nichts anderes, als für mich in einem Praktikum im Internet zu surfen, um mir YouTube-Videos zu zeigen, die Risiken darstellen, wie mein Produkt im Internet falsch dargestellt wird. Durch solche kleinen Tipps kann man es vermeiden, dass später bei einem Gerichtsverfahren man sich mit einer Jury darüber unterhalten muss, warum ich denn meine Produkte nicht besser erklärt habe und das YouTube-Video von irgendeinem guten YouTube-Künstler das Beste ist, das wir haben. Bei einer Zielgruppe immer im Kopf haben, dass der Nutzer unter Umständen Englisch als zweite Sprache gelernt hat. Selbst wenn der Nutzer Englisch versteht, dann heißt es noch lange nicht, dass es ein gutes Sprachverständnis gibt. Wir sehen gerade im mexikanisch-amerikanischen Grenzbereich oftmals struktural bilinguale Analphabeten. Das sind nämlich Personen, die weder Englisch richtig lesen und schreiben gelernt haben, weil sie zu lange in Amerika waren und zu jung rübergekommen oder zu alt rübergekommen sind. Genauso haben die auch, weil sie in einem Alter rübergekommen sind, wo sie Spanisch nicht richtig in der Schule gelernt haben, die Situation, dass sie zwar Spanisch und Englisch sprechen können, aber Spanisch und Englisch nicht richtig lesen können. Das ist ein Problem. Auch hier wiederum meine Empfehlung, aufgehen in Richtung Videos. Wir empfehlen auch, die Schriftgröße, die Schriftart so zu machen, dass es klar ist. Wir empfehlen auch, auf das Leseverständnis einzugreifen. Aktivsätze, Step by Step. Die Amerikaner haben es geschafft, mit den Weltraumgeräten auf dem Mond zu landen, mit Checklisten, mit Step-by-Step-Anleitung. Wenn das, dann das. Wenn das, dann das. Während der deutsche Leser oftmals seine 3-jährige Gesellenausbildung im Kopf hat und damit weiß, wo ein Produkt herkommt, so weiß der amerikanische Leser das oftmals nicht. Und zum Schluss die Frage, wer haftet? Es haftet generell jeder. Jeder, der in der Haftungskette drin ist, haftet. Die Amerikaner nennen dieses Chain of Commerce. Jeder, der ein Produkt in der Hand hat, der haftet. Dieses führt dann dazu, dass wir damit natürlich die amerikanische Tochter ebenso wie die deutsche Mutter im Haftungsprozess haben. Und ich komme jetzt zurück auf das, was wir gesagt hatten vorher, auch was Emanuel vorher gesagt hat und auch das, was Christoph gesagt hat. Ein Haftungsschutz für die amerikanische Tochter bedeutet aber auch, dass man mit der amerikanischen Tochter ein gesondertes Versicherungsrisiko abschließen kann und damit einen Teil der Haftung unter Umständen bei der amerikanischen Tochter
auffangen kann. Ich erwähne mal ein aktuelles Beispiel, wo vor gar nicht allzu langer Zeit BMW Ausdruck einer Sammelklage war, wo bestimmte elektronische Bausteile, die sich in der Reserveradmulde im Kofferraum befunden haben, sich als anfällig für Wasserschäden dargestellt haben. Da fragt sich natürlich der kundige Zuhörer, na, warum habe ich denn Wasser im Kofferraum? Und die wenigsten werden mit dem Wasserschlauch Wasser in den Kofferraum reinpacken. Aber wenn ich als Surfer mit einer nassen Surfausrüstung komme und dieses nasse Surfausrüstung in den Kofferraum reinlege, oder aber wenn ich möglicherweise Produkte habe, die ich transportiere und dann eine Flasche Wasser kaputt geht oder mir irgendetwas ausläuft und ich nicht weiß, dass im Kofferraum in der Reserveradmulde oder unter der Reserveradmulde Ersatzteile drin sind oder elektronische Bauteile drin sind, die anfällig für Wasserschäden drin sind, dann kann es bedeuten, dass dadurch, dass ich einfach das Wasser dort in Kauf nehme, nach dem Motto, ist ja nur der Kofferraum, dass ich damit einen Autoschaden habe. Und BMW hat dann, nachdem es zu viele Fälle gegeben hat, wo aus dem Kofferraum Wasserschäden gemeldet worden sind, zugestimmt, $477 Millionen zu zahlen. Das war wohlgemerkt die deutsche Muttergesellschaft. Und mit diesen $477 Millionen ist die Einigung dann darauf ausgerichtet worden, dass jeder BMW-Fahrer, der ein solches Problem hatte, $1.500 Kostenerstattung für frühere Reparaturen bekam. Im Ergebnis schien es wohl für BMW günstiger zu sein, mit diesem Fersengeld von $1.500 pro Schaden eine größere Klage abzuwehren. Und hier wiederum der Tipp, hätte man Warnhinweise angebracht, die im Vorfeld lauten, Achtung, keine Flüssigkeiten, dann wären wir ohne Problem gewesen. Und deswegen kam BMW natürlich zu der logischen Schlussfolgerung, im Wege der Reparaturen dann auch ein Warnschild anzubringen, wo man jetzt drauf sagt, und ab jetzt keine Warnhinweise, keine Flüssigkeiten mehr in den Kofferraum verschütten. Mit anderen Worten, sie sind ja vorgewarnt. Interessant, dass man sozusagen selbst bei BMW, erst nachdem man ein solches Fallproblem hatte, dazu übergegangen ist, die Warnhinweise zu optimieren. Und ich erinnere an meine Eingangsworte, wo ich gesagt habe, Warnhinweise helfen. Wir hatten uns schon in dem früheren Teil über Produkthaftungsstrategien unterhalten. Nur ein verschwindend kleiner Anteil von Verfahren wird am Ende auch gewonnen. Zum Schluss eine kleine Webseite, cpsc.gov, ist eine Webseite der amerikanischen Consumer Product Safety Commission. Ich empfehle immer meinen Mandanten, sich diese Webseite anzuschauen, und wir machen das oft auch zusammen, um zu überlegen, wo sind bei der amerikanischen Verbraucherschutzbehörde, die US Consumer Product Safety Commission entspricht in etwa der Verbraucherschutzbehörde, wo sind bei der Verbraucherschutzbehörde Dokumente, Vorgänge, Zusammenhänge erklärt und dokumentiert, woraus ich für mein Produkt was lernen kann. In der Schlussphase den Hinweis, das frühe Erkennen eines Haftungsrisikos, ja, BMW, Wasser im Kofferraum, führt dazu, dass man bei einem frühen Rückruf des Produkts nach dem Motto, jeder Fahrer kommt bitte her, wir machen einen Aufkleber in den Kofferraum rein, eine 477 Millionen Schadensersatzklage hätte vermeiden können. Die frühzeitige Kooperation mit Behörden hilft auch, Schäden und Schadensersatzansprüche zu vermeiden, und damit kann am Ende teuren Prozessen, wohlgemerkt, es gibt keine Kostenerstattungspflicht, vorgebeugt werden. Ich eröffne die Fragerunde und versuche gleichzeitig, mich hier aus dem Slideshare zu verabschieden. Ich übernehme mal kurz, als deutscher Jurist kann ich natürlich nicht widerstehen, noch ein deutsches prozessuales Thema ganz, ganz kurz nur hinten dran zu packen, wenn doch mal was nicht funktioniert hat, wenn vielleicht das Manual halt doch nicht rechtzeitig auf Anziehnormen umgestellt wurde oder alle anderen Strategien der Vermeidung des Rechtsstreits doch nicht gefruchtet haben und wir am Ende nicht nur einen Titel kassiert haben gegen unsere amerikanische Tochter, sondern auch die deutsche Mutter mit in den Prozess hineingezogen wird, stellt sich, und da komme ich ja dann erst ins Spiel bei diesen Geschichten, die Frage, wie ist es, wenn also das Verfahren durchgelaufen ist, kann ich einen US-amerikanischen Titel in Deutschland vollstrecken? Ich würde Sie jetzt gerne persönlich fragen, das geht nicht. Ich sage die Antwort daher, gute Nachricht, US-Titel sind nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, in Deutschland vollstreckbar. Es schließt sich ein eigenes Verfahren an, kein vollständiges Erkenntnisverfahren, wie wir hier sagen,
aber ein eingeschränktes Prüfungsverfahren. Und damit komme ich auch schon dann ans Ende. Zweite gute Nachricht, das, was uns ja so schreckt in Amerika, punitive damages, punitive exemplary damages, sind in Deutschland nicht vollstreckbar. Das ändert nichts an der Tatsache, und ich rede jetzt hier natürlich nur über die deutsche Muttergesellschaft. Die amerikanische Tochter ist natürlich von der Vollstreckung ohne weiteres betroffen. Aber das noch als Hinweis zu dem Thema US-Titel und deren Vollstreckbarkeit in Deutschland. Jetzt habe ich Ihnen genug Zeit von einer Fragerunde weggenommen. Gibt es noch Fragen an Reinhard? Emanuel ist auch wieder da. Gibt es noch Fragen zu dem, was wir gehört haben? Ansonsten frage ich einfach die Frage in die Runde. Ich hatte ja zu Beginn schon ausgelobt. Auch für diesen Beitrag gibt es wiederum mein Morning Musing Buch. Und die Fallfrage jetzt lautet, wie hoch ist die Prozentzahl aller Fälle, die aufgrund von fehlenden Warnhinweisen ergeht? Mit anderen Worten, mit wie viel Prozent kriegt man das Prozessrisiko dadurch in den Griff, dass man einfach sich vernünftig ausdrückt? Wie viel Prozent der Warnhinweise sind bei Schadensersatzklagen auf Produkthaftungsfällen nachher relevant? Und während ich gerade den Chat betrachte, sehe ich viel falsche Antworten und wenig richtige Antworten. Ich warte sozusagen auf die richtige Antwort. Und es kommt nach wie vor keine richtige Antwort rüber. Insofern frage ich die Frage nochmal. Ihr erinnert euch ja, wie ich gesagt hatte, ein gewisser Prozentsatz der Fälle ist basiert auf falschen Produkten, auf falschem Design, das Montagsauto, und ein gewisser Prozentsatz ist aufgebaut auf den falschen Warnhinweisen. Die Frage lautet, wie verhalten sich diese prozentualen Verhältnisse? Gut, ich habe den Chat weiter im Blick. Andreas, hast du noch eine Frage, die sozusagen die Erheiterung jetzt darstellen könnte? Ich bin sprachlos und fraglos. Im Chat sehe ich auch keine weiteren Fragen. Dann würde ich langsam, aber sicher, während du noch weiter beobachtest, zum Ende kommen und mich ganz herzlich bedanken für die Teilnahme. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin normal eher derjenige, der sich bei Präsenzmeetings wohler fühlt. Aber ich finde, das war eine schöne Runde, die wir hier im November hatten. Also es war jedenfalls unter Berücksichtigung der Umstände so schön, dass wir schon sagen können, ich sagte es ja eingangs heute Abend schon, dass wir uns wieder treffen wollen. Also merken Sie sich gerne den Februar 2021 vor. Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn wir unser Market Entry Meeting und das Risk Management Meeting dann hoffentlich Corona-frei im Sommer oder Herbst, wahrscheinlich im September 2021 wieder machen können. Bis dahin aber ist der Februar vorgesehen, immer wieder dienstags, fast wie beim Tatort, nur ein bisschen früher, also 16 bis 18 Uhr unserer Zeit. Weitere Informationen, Einladungen finden Sie auf unserem Twitter-Account GABA2USA. Und wenn Sie sich vormerken wollen, die Dienstage im Februar, 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit, freue ich mich, wenn wir uns da wiedersehen. Emanuel Reinhardt? Die Frage andersrum lautet ja auch, hatte Emanuel Oterski von der Firma GRTC ja schon angesprochen, der Gedanke ist, dass allen Teilnehmern am Ende die Möglichkeit gegeben wird, ein GABA-Buch zu bekommen. Und dieses GABA-Buch hat dann die gesamten Präsentationen drinnen, eben nicht mehr als Aktenordner, was man bei der Live-Präsentation dann einfach machen kann, sondern tatsächlich als Buchform. Details kommen. Wir haben ja alle Ihre Kontaktdaten dadurch, dass Sie sich eingewählt haben. Robert Spivey wird in den nächsten Tagen ein Follow-up machen und genau dann die richtigen Kontaktinformationen nochmal durchteilen. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, gut aufpassen hilft, um die Produkthaftungssituation zu vermeiden. Gut vorbereitet sein hilft, denn Amerika ist letztlich ein Land mit über 320 Millionen Einwohnern, die es doch schaffen, einen Präsidenten zu wählen und es genauso schaffen, auch eine Produkthaftungssituation unter Kontrolle zu bekommen. Denn wäre das Risiko so schlimm und schrecklich, wie sich das manche Deutsche vorstellen,
dann gäbe es in den USA weder einen funktionierenden Mittelstand noch funktionierende Großindustrie, denn alle diese haben eins gemeinsam, dass man das Risiko, das man fühlt, auch im Kopf bekommen kann. Insofern ist mein Takeaway heute nicht zu sagen, ach, wie schrecklich ist Amerika, sondern ach, wie machbar ist doch Amerika, wenn ich es nämlich schaffe, mein Risiko durch intelligente Maßnahmen zu koordinieren. Und damit freue ich mich auf das Zusammenkommen bei nächster Gelegenheit. Ich sehe in dem Chat und ich sehe einfach auch aufgrund der Attendees hier in dieser Runde einige bekannte Gesichter, einige unbekannte Gesichter. Und ich freue mich über die unmittelbare Kontaktaufnahme mit jedem von euch, mit jedem von Ihnen. Und damit würde ich mal sagen, Andreas, zurück nach München. Ich komme jetzt fast vor, wie du gesagt hast, im ARD und ZDF, zurück ins Funkhaus. Ja, vielen Dank, Reinhard. Ich werde das gar nicht mehr toppen. Ich sehe es auch so. Wir haben versucht, Ihnen in den letzten 4 Dienstagen die Punkte deutlich zu machen, die wichtig sind bei dem Weg, auf dem Weg in die USA. Emanuel hat es auch vorhin nochmal ganz schön zusammengefasst, was so besondere Unterschiede sind. Alles zusammengenommen sind Hinweise, Empfehlungen, die Ihren Markteintritt erleichtern, schön machen. Also auch mein Takeaway wäre, es gibt halt Details, auf die man achten muss, sei es nun corporate-mäßig, dass man wahrscheinlich eher sich für eine Niederlassung entscheidet, eben dann doch schon allein aus Haftungsgründen, dass man beim Marketing eben eher klotzt und nicht kleckert, so muss man sagen, oder dass man eben sein Manual anpasst, um nur 3 Punkte von heute mal herauszunehmen. Wenn man die Dinge beachtet, ist Amerika ein toller Markt, nicht nur machbar, sondern einfach ein toller Markt. Und das wären meine salbungsvollen Schlussworte für heute. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch, Reinhard, Emanuel, Christoph, der, glaube ich, noch irgendwo im Background ist, und mit unseren Teilnehmern online oder dann live. Einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Ciao.